So. Ja, hallo. Hallo, Heptagon. Na, der ersten drei. Schön, dass du da bist. Ein Intro? Asanox. Ja, Intro-Lied hatte ich halt, ne? Twitch-Zeit falsch. Okay. Das Lied hatte ich. Grüße an Asanox von Heptagon. Grüße an Heptagon von Asanox. Ihr habt keine ungelesenen Nachrichten. Das ist aber bedauerlich. Was war das? Ah, da. Wusste doch, es klingt doch so, als ob eine Schandarte gelandet wäre. Den Prozess gewinnst du? Hä? Was? Oha, der heilt sich ja recht schnell hoch. Aber der macht auch gut Damage. Gegen den Friseur. Bitte was? Na toll. So. Inventar leer, yay. Oh no. Ach, du bist an dem anderen Weg schreien. Okay. Ich bin gerade zu dir gereist und dann landete ich hier. Okay. Komischerweise. Ich bin nämlich an dem anderen Weg schreien von Vivek. Aber dann bleib mal gerade da, dann komme ich jetzt zu dir. Was für eine Quest machen wir eigentlich? Soweit bin ich noch fertig. Naja, weil wir beide danach irgendwo hinreisen müssen, dann lohnt sich's ja nicht. Zu spät. Ich habe eine Quest, die, naja, ein bisschen reisen lohnt sich dafür schon. Eine weiter. Hier, göttliche Rätsel. Sprecht mit Kanonikerin Valasa. Wenn du magst und bereit bist. Ach, das ist eher, das ist die Gebietsquest von Wadenfell. Hm? Hm? So. Okay. Ja? Jo. Bist du jetzt hingelaufen? Ich bin nur zum Wegschrein gelaufen. Ach so. Weil, wie gesagt, eine weiter reisen lohnt sich schon. Ist zwar nicht sehr weit zu gehen, aber. Sowohl der Wegschrein hier als auch da ist zum Quest sehr nah. Das heißt, du reist nach Sedanen. Ja, genau. Okay, gut. Das heißt, ich bin dahin gereist. Und du jetzt auch. Ha! Magst du mir das Krönchen geben? Dann findest du mich besser. Eben hattest du das Krönchen. Warum hab ich das denn jetzt wieder? Weil ich kurz rausgegangen bin. Jetzt muss ich wieder... Hä? Ja, nee, doch. Muss mir wieder sagen, wie ich das mache. O und dann bei meinem Namen zum Gruppenführer machen, glaube ich. Oder war das P, Party? Ja, P wahrscheinlich eher. Aus Gruppe werfen, okay.
Ich kann mir irgendwie nicht merken, dass das O ist. Was? Ist ja auch RP. Ich will die Gruppe nicht verlassen, nein. Bei O geht das auch? Bei O geht das auch, ja. Nee. Muss P sein. Tatsache. Dann P wie Barbie. Siehst du, habe ich sogar daneben gedrückt und sogar trotzdem die richtige Liste. Du bist aber Heiler, kein Kämpfer. Eigentlich bist du auch Kämpfer, aber naja. Hä? Heiler, Kämpfer? P wie Party, da gibt's, kannst du angeben, was du so für ein Typ bist. Stimmt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja, brauchen wir noch das zweite. Ich weiß, wer du bist. Aber wenn ich irgendwas ändern will, dann fragt er mich immer, ob ich die Gruppe verlassen will. Ich will die Gruppe nicht. Ja, keine Ahnung. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da vorne ist auch noch eine Quest, Talinji. Ich nehme die mal kurz. So was sieht man ja nur vom Nahen. Dieses stumpfkrallige Stück. Wie konnte das nur geschehen, Falora? Dieses stumpfkrallige Stück. Halinji! Ja, hallo. Was treibt ihr hier drin? Das Hallo klang irgendwie gerade anders. Macht ihr einen Spaziergang? Dieser geht oft in dieser Gegend spazieren, meine ich. Was ist das für ein Sprecher? Krass. Geht es euch gut? Ihr wirkt nervös. Nervös? Ich? Bringt diesen doch nicht zum Lachen. Halinjir fühlt sich einfach nur schrecklich. Banditen haben diesen aus seinem Heim vertrieben und ihm seine Ernte gestohlen. Halinjir ist ein einfacher Bauer, versteht ihr? Sie werden einen hungernden Bettler aus mir machen. Ich könnte euch helfen. Ihr helft diesem doch, oder? Ja, darum sage ich das. Seid gesegnet. Dieser hat seine Saat in einer Höhle in der Nähe ausgebracht. Sein Sipilu. Bitte bergt meine Notizen und vergiftet das Wasser. Ohne richtige Bewässerung werden die Pflanzen vertrocknen. Es schmerzt mich, sie zu töten. Aber diese Banditen sollen nichts von ihnen haben. Hä? Er ist ein Khajiit, muss man dazu sagen. Er ist nicht der Bauer, er ist der Bandit, glaube ich. Dieser klingt, als treibt er dich in die Scheiße. Schreibt Heptagon. Das ist cool. Aber im Ernst, ich glaube, der hat irgendwie eine verbotene Plantage oder sowas, die jetzt diesem Bandit in die Hände gefallen ist. Mhm. Hm. Naja. Wir können die Quest nur ablehnen, sonst können wir die nicht anders lösen. Ich werde diese Notizen für euch einsammeln und die Ernte für euch vergiften, natürlich. Sei ein wahrer Held, Wanderer. Naja. Tapferer und edler Krieger. Fallura und ich trau ihm nicht. In eurer Schuld. Was genau baut ihr dort drinnen an? Entschuldigt, ich wollte nur... Hey, ihr und dieser haben dieselbe Gürtelschnalle. Was für ein Zufall. Oh, ein Eichhörnchen. Versucht nicht, das Thema zu wechseln. Aber es ist ein Eichhörnchen mit einer Quest. Dieser ist ein wahres Nervenbündel. Halinchir baut ein seltenes Khajiit-Kraut an. Sehr köstlich und sehr begehrt. Gut, um damit Fisch zu würzen und um die Stimmung zu beruhigen. Zufrieden? Wir werden sehen. Sorgt euch nicht, Wanderer. Ihr könnt euch auf Halinchir verlassen. Wer ist diese Falura? Falura ist die treue Magd von diesem. Sie ist nicht sehr helle und sie ist sehr faul. Immerzu macht sie Notizen und stellt dumme Fragen. Aber ich lasse sie weiter für mich arbeiten. Halinchir kümmert sich immer um seine Freunde. Könnt ihr euch nicht eine bessere Magd suchen? Das könnte ich, aber dieser mag Falura. Und sie weiß wahrscheinlich schon zu viel. Worüber weiß sie schon zu viel?
Oh, sie weiß zu viel über meine Anbautechniken, ja. Hallinger hat viele geheime Anbautechniken, zum Beispiel Fischköpfe und Kartung als Dünger. Aber dieser hat schon zu viel gesagt, ja? Lebt wohl. Und jetzt die Gebietsquests. Sie macht Notizen und stellt Fragen. Sie ist einfach zu dumm. Fledermausgacke ist ein Geheimnis. Gua? Gua ist doch so ein kleines Viech mit riesigem Maul und auf zwei Beinen, oder? Ja. Also so klein sind die eigentlich gar nicht. Die kann man auch reiten. Also die werden auch als Reittiere angeboten in der Welt. Okay. Also ich glaube, die du meinst, das sind die Babys. Die sind natürlich kleiner. Ja, vielleicht. So, keine Unikerin Valasa. Vergebt mir, Fremdländer, aber ich habe schon genug zu tun. Ich bin nur eine einfache Priesterin des Tribunals und der Ärger am Ahnengrab war sogar zu viel für unsere Kriegswappenträgerin. Ich habe Fürst Vivek enttäuscht und einen Kameraden allein im Grabmal zurückgelassen. Was ist am Ahnengrab geschehen? Fürst Vivek hat 3 von uns entsandt, um Rat beim Andrano-Ahnengrab einzuholen. Wir wurden angegriffen, als wir dort eintrafen, und unsere Leibwächterin wurde schwer verletzt. Ich konnte sie gerade noch in Sicherheit schaffen. Aber was Fürst Viveks Mission anbelangt, so sind wir auf ganzer Linie gescheitert. 3 von euch? Ihr hattet einen weiteren Priester erwähnt. Kanoniker Levule. Er blieb, als wir uns aus dem Grabmal zurückzogen. Ich weiß, dass er wieder hineingehen und Fürst Viveks Fragen stellen wollte, doch so wird er wohl nie an den Dätra vorbeikommen oder die Fragen selbst stellen können. Mögen die 3 ihm Weisheit schenken. Darf man wohl nicht mit Kanoniere verwechseln. Ich kann zum Grabmal reisen und Kanoniker Levule helfen. Kanisa, was stimmt nicht? Zu Hilfe! Bei den 3, erst eine verwundete Wappenträgerin, jetzt das! Bei der Abenddämmerung und dem Morgengrauen, das Böse kriecht durch die Schatten meines geliebten Wardenfell. Aber ein Fremdländer zeigt sich, um meinen Anhängern zu helfen, so wie ich es vorhergesehen habe. Okay. Diese Worte, was bedeuten sie? Was ist passiert? Gnädige Azura, die Mutterseele hat durch euch gesprochen. Es ist ein Wunder. Okay. Das kam unerwartet. Man kann mit ihr nochmal sprechen. Fürst Vivek, stehe mir bei. Das war Azura, die Königin des Nachthimmels. Und ihr, sie hat euch direkt angesprochen, Fremdländer. Ich bin überrascht, dass die dätrische Fürstin Fürst Viveks Zorn riskieren würde, um eine Prophezeiung auszusprechen. Doch sie meinte, ihr wärt hier, um uns zu helfen. Was ist hier gerade geschehen? Die Dädra-Fürstin Azura hat Besitz von dieser Frau ergriffen und durch sie gesprochen. Ich habe natürlich schon von solchen Fällen gehört, aber so etwas mitzuerleben... Sie sagte, etwas Böses würde über das Land kriechen. Ich frage mich, ob es etwas damit zu tun hat, was wir im Grabmal gesehen haben. Erzählt mir von eurer Mission am Grabmal. Wir brauchten Hilfe bei einer Sache, die Fürst Vivek betrifft. Ich habe konkrete Fragen erhalten, die ich stellen sollte, während Levule sich auf die Beschwörung seiner Ahnen konzentrierte. Die Dädra haben diese Pläne zunichte gemacht, als sie über Urnsi herfielen und wir die Flucht ergreifen mussten. Dädra? Abscheuliche Kreaturen aus dem Reich des Vergessens. Man hört gelegentlich von einem Geist oder einem Vampirnest, aber niemals von Dädra. Bitte, falls sie immer noch dort sind, werden sie Kanoniker Levule in Stücke reißen. Er ist ganz sicher kein Krieger. Schaut euch nur an, was sie der Kriegswappenträgerin angetan haben. Was ist ein Kriegswappenträger? Die Kriegswappenträger stellen einen der militärischen Orden im Tempel des Tribunals dar. Sie wollen Fürst Viveks Beispiel in Taten und Worten nachfolgen. Arme Urnsi, die Monster stürzten sich direkt auf sie. Ihr Blut rann wie Lava vom Roten Berg. Der Rote Berg? Woher kommt ihr?
Die Kinder hören schon vom Roten Berg, bevor sie überhaupt nur vom Flynn kosten. Der Berg liegt mitten auf Wadenfell. Gelegentlich Flynn? Zuckt er wie ein schlafender Nix, der sein Bein schüttelt. Doch in letzter Zeit scheint er aus seinem langen Schlummer zu erwachen. Erzählt mir mehr über Azura. Azura ist die grausame, aber weise dädrische Fürstin von Morgen- und Abenddämmerung. Sie ist eine der guten Dädra, was das auch immer heißen mag. Doch dass sie bereit war, durch eine Unschuldige zu sprechen, bedeutet, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Warum sonst sollte sie riskieren, Fürst Viveks Zorn auf sich zu ziehen? Fürst Vivek und Azura mögen sich nicht? Was bringt man euch denn dort bei, wo ihr herkommt? Fürst Vivek ist ein lebender Gott. Azura ist nur die Erwartung von Sotasil. Vivek steht für Gegenwart und Zukunft, wohingegen Azura ganz klar für Wadenfels Vergangenheit steht. Also nein, sie mögen sich nicht. Meine Auswähltaste hat nicht direkt geklappt. Darum habe ich es später erst gelesen. Beziehungsweise gehört. Heptagon schreibt, so. Daedra haben immer gute magische Gegenstände. Daedra sind, also kenne ich nur so als böse, aber ja, unter den Bösen kann es natürlich auch gut geben. Dieser denkt, Dino hat sehr geschlafen in der Ausbildung. Maybe. Ich gehe nur alle Gesprächsoptionen durch. Aber ja. Wer ist Fürst Vivek? Ihr kennt Fürst Vivek nicht? Einen der lebenden Götter des Dunmer-Tribunals? Ihr scheint neu hier in unserem Land zu sein, Fremdländer. Doch die Zeit drängt. Kanoniker Levule blieb zurück. Er wird Hilfe brauchen, wenn er in das Grabmal gelangen und Viveks Fragen stellen soll. Vivek ist ein lebender Gott? Ja, einer der Göttermonarchen von Morrowind. Er ist der Kriegerpoet, der in einem prächtigen Palast in der Stadt Vivek lebt. Fürst Vivek hat uns auf diese heilige Mission geschickt, um Informationen von Kanoniker Levules Ahnen zu erbitten. Es bricht mir das Herz, dass wir ihn enttäuscht haben. Herr Plogan, warum erinnert mich das an What's Her Name? Bei einem Spiel durften wir einen Polizisten einfach mal immer wieder und wieder und wieder fragen, wie er heißt. Ganz okay. Lustig. Der sich mehr und mehr aufgeregt hat. Ich mache erstmal die naheliegenden Punkt. Also ich habe jetzt nach dem Khajiit hier die angesprochen, weil zu nah war. Obwohl das den Nachteil hat, dass die andere Quest. Ich darf Fürst Vivek nicht enttäuschen. Diese Monster, es ist so gefährlich. Was soll ich nur machen? Ich habe noch nicht angesprochen. Die andere Quest, die war witzig. Also die hätten wir auch einfach durchziehen können. Naja, jetzt sind wir hier. Hat Kanonikerin Valasa euch geschickt? Ich habe ihn angesprochen. Das hat sie doch, oder? Das heißt, sie hat es nach Sedanin geschafft. Vivek sei gepriesen. Werdet ihr mir helfen, meine Mission abzuschließen? Es wäre ein Sakrileg, wenn ich nicht das Grabmal meiner Familie betreten und Fürst Viveks Fragen stellen würde. Okay. Ich werde euch helfen, ins Grabmal zu gelangen und eure Fragen zu stellen. Wie die Heiligen sagen. Das Tribunal sorgt stets für einen. Doch wir werden vorsichtig sein müssen. Daedra haben das Grabmal übernommen. Es dürfte schwierig werden, mit den Ahnen zu sprechen, während Monster einen auffressen wollen. Ich werde auch eure Hilfe brauchen, wenn wir die Beschwörungskammer erreichen. Ja, kommt auf die Anzahl an. Was für Hilfe? Während ich den Geist meiner Ahnen heraufbeschwöre und mich darauf konzentriere, die Verbindung aufrechtzuerhalten, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Wir können hineingehen, wenn ihr bereit seid. Oder was? Den Geist meiner Ahnen heraufbeschwören mit Verbindung, müsst ihr die Fragen stellen. Er besteht darauf, dass wir genau diesen Wortlaut verwenden. Wer ist er?
glaube, Vivek. Hm. Ja, das kann sein. Und ich dachte erst, er fragt Vivek. Aber er soll Viveks Fragen an die Ahnen stellen. Okay. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, ehe wir das Grab mal betreten. Ich habe bereits kostbare Zeit verloren, weil ich die Wunden der Kriegswappenträgerin versorgen musste. Aber ich schätze, einige wenige Momente mehr lassen nun auch keinen Vulkan ausbrechen oder einen Meteor vom Himmel fallen oder so. Was darf ich euch sonst noch verraten, mein Freund? Am Ende, okay, lass uns losgehen, kommt dann einfach mal so ein Meteor und pff. Warum will Fürst Vivek, dass ihr an eure Ahnen herantretet? Ich bin mir nicht ganz sicher und es stand mir auch nicht zu, näher nachzufragen. Wenn einem ein lebender Gott etwas aufträgt, sagt man, ja, mein Herr. Bei den Fragen scheint es um die Zeit vor dem Tribunal zu gehen. Ich vermute, dass wir deshalb eine meiner schon lange toten Ahnen fragen sollen. Erzählt mir mehr über eure Ahnen. Nur wenige meiner Zeitgenossen verfügen über eine Koryphäe wie Farena Andrano im Hauptzweig ihres Stammbaums. Fürstin Farena lernte zu Füßen Sotasils und zählte zu seinen Gefährten, bevor das Tribunal an die Macht kam. Wer ist Sotasil? Wer ist Sotasil? Das ist ja so, als ob ihr fragen würdet, wer Vivek und Almalexia sind. Das habt ihr noch nie getan. Die lebenden Götter der Dunmeer. Sotasil ist der Architekt der Zeit und der Banner des Reichs des Vergessens. Wenn ihr mehr wissen wollt, können wir uns unterhalten, wenn wir hier fertig sind. Wo ist die Option, wer ist Almalexia? Erzählt mir von den Kreaturen im Grab mal. Nun, ich kann euch sagen, dass sie nicht hier waren, als ich den Toten das letzte Mal meine Aufwartung machte. Kanoniker Valasar glaubt, sie sind eine Art von Daedra, die alles tun werden, um uns an der Erfüllung von Fürst Viveks Willen zu hindern. Bis zu eurem Erscheinen war ich mir nicht sicher, was ich nun tun sollte. Diese solle warten, dann wird er es fragen. Fragen, es schreibt Heptagon. Aber erstmal, ich bin bereit, lass uns das Grab mal betreten. Ehe wir dort hineingehen und uns diesen Monstern stellen, wollte ich euch wissen lassen, wie sehr ich eure Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen weiß. Verliert aber bloß nicht die Schriftrolle, die Fürst Viveks Fragen enthält. Nun kommt, lasst uns meine Ahnen heraufbeschwören. Ich werde die Tür des Grabmals öffnen. Habe ich die Schriftrolle schon bekommen? Geht voraus. Folgt mir, aber seid vor diesen Daedra auf der Hut. Ein Hund. Na, es läuft doch weg. Zu wem gehört er? Nichts. Hattest du keinen Hund? Nein, ein anderer Hund. Ein grauer Hund. Ah, noch ein Hund. Vorsicht, ich habe einen Labby. Die Kreaturen griffen an, als wir die Halle des ein was? Betraten. Ein Labby. Also einen cremefarbenen Labrador. Jetzt folgt er uns. Ich dachte, der geht voraus. Oh. Es wird gerade schon vor uns geleert. Wir können diesen. Hier folgen. Aber geht er auch in die richtige Richtung? Vielleicht sollte ich auch mal die richtige aktive Quest machen. Sonst. Sagt mein Marker, ich soll wieder rausgehen. Ich kam als junger Akolyt zum Meditieren hierher. Ja. Ein Kupferring und einen Buchenheilungsstab, wenn du möchtest.
Wollen wir gleich mal gucken, was der kann. Aber erstmal halten wir uns ein bisschen an die. Aber weil wir schneller durch sind, dann. Ja, beim Spawn hier dauern Gegner, also. Okay. Und die spawnen hier ziemlich schnell. Hier falsch. Beschwörungskammer. Ich beschwöre meine Ahnen herauf. Dann könnt ihr Vivex Fragen stellen. Was sind denn Vivex Fragen? Ist meine Ruhe durch diese ekligen Päfer nicht schon genug gestört? Warum beschwört ihr mich herauf, Nachfahre? Mein Fürst Vivex hat Fragen, die nur ihr beantworten könnt. Mein Fürst? Mein Begleiter wird sie mit eurer Erlaubnis stellen. Ist es nicht auch ihr Fürst? Nun gut. Stellt Vivex Fragen. Stellt die Fragen des Kriegerpoeten, Fremdländer. Fürst Vivex fragt: Der Schlüssel zur Erhabenheit und dieser Welt Herz. Sollte ich spüren dunkle Ahnungen Schmerz? Mit Worten umzugehen, sagt ihm, er kann beruhigt sein. Das Herz ist sicher. Ich frage mich, warum ihm das Sorgen bereitet. Stellt die übrigen Fragen, denn meine Zeit hier ist knapp. Warum ist Ihre Zeit knapp? Fürst Vivex fragt, der alte Feind ist er zurück in diesem dreisten, feigen Stück? Ein alter Feind, ja, aber nicht jener, den Vivex vermutet. Fürst Vivex fragt, erfuhr Sotasil im Verlauf seines Strebens vom Ende unseres göttlichen Lebens? Sotasil malte sich zahlreiches Szenarien aus und bedachte unendlich viele Möglichkeiten. Er experimentierte sogar mit seiner Göttlichkeit und entzog ihr die Energie, um selbige zu untersuchen, ehe er sie wieder in sich zurückführte. Er sah einen Verlust kommen, doch erst, wenn der Tempel in sich einstürzt. Nun, zurück in den Schlaf. Lebt wohl. Hoffentlich war es das, was Fürst Vivex brauchte. Lasst uns draußen sprechen. Okay. Da haben wir diesen hier. Ein bisschen Loot und der Ausgang zu unserer Linken. Da! Ach, das ist ein Alit.
Ich dachte, das wäre das, was wir eben hatten. Was hatten wir eben? Wo du meintest, nee, die sind nicht so klein. Ach, Guar. Ich habe dich gerade nicht so richtig verstanden, kam nicht so richtig durch. Ja, obwohl ich finde, Guare sehen Aliten relativ ähnlich. Also, die sind jetzt nicht so... Also von der Form kommt es hin, die sind halt nicht so schuppig. Okay. Hm. Und sehen nicht ganz krokodilmäßig aus. Okay. Na gut, Kanonika. Hab Dank für eure Hilfe beim Abschluss meines Auftrags. Jetzt muss ich nach Vivek zurückkehren. Wart ihr schon einmal dort? Es ist toll. Stufenpyramiden, die sich aus dem Wasser erheben. Der Meteor, der am Himmel hängt. Ihr solltet mich dort treffen, damit ich euch Fürst Vivek vorstellen kann. Habt ihr verstanden, was eure Ahnen uns sagen wollte? Unter uns gesagt, habe ich weder unsere Fragen verstanden, noch die Antworten, die wir erhalten haben. Nicht, dass ich damit gerechnet hätte. Manche Dinge sind nicht für sterbliche Geister bestimmt. Das ist noch ein Grund, weshalb ihr nach Vivek gehen solltet. Ihr könnt mir dabei helfen, zu erklären, was meine Ahnin gesagt hat. Ich kann euch helfen, einen Bericht darüber abzugeben, was hier geschehen ist. Hervorragend. Ich muss auf dem Weg in Sedanen halten, um nach meinen ursprünglichen Reisebegleitern zu sehen. Geht geradewegs in den Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Ich treffe euch dann dort. Ich weiß, dass Fürst Vivek euch dafür belohnen wird, dass ihr mich unterstützt habt. Ich treffe euch dann in Vivek. Ich komme gleich nach. Geht direkt in Fürst Viveks Palast, sobald ihr Vivek erreicht. Sobald ihr dort seid, stelle ich euch vor und wir können dem Kriegerpoeten erzählen, was wir herausgefunden haben. Ihr meintet, ich könnte euch mehr Fragen über das Tribunal stellen, sobald ihr unsere Mission beendet haben. Wir unsere Mission beendet haben. Natürlich. Wie ich schon sagte, besteht das Tribunal aus unseren drei lebenden Göttern. Vivek, Almalexia und Sotasil. Sie bieten uns in religiösen Fragen Führung und herrschen als Göttermonarchen der Dunkelelfen über die dunmerische Gesellschaft. Ich diene Vivek, ehre jedoch das gesamte Tribunal. Folgen alle Dunkelelfen dem Tribunal? Bedauerlicherweise nicht. Die Häuser der Dunmer beugen das Haupt vor dem Tribunal, doch die wilden Aschländer weigern sich, seine Göttlichkeit anzuerkennen. Die Ketzer haben nie zugelassen, dass sie in den großen Häusern aufgehen. Stattdessen halten sie an ihrem primitiven Aberglauben fest. Lebt wohl. Dann betreten wir mal Zain Sipilu zu unserer entfernten Linken. Einen ziemlich epischen Pfad. Ah, hier ist Heilinji. Zain Sipilu entdeckt. Ein Gewölbe. Was für ein Name. Wer ist jetzt Almalexia? Konnte ich nicht fragen. Ich wusste, dass wir sie schon getroffen haben. Wo haben wir sie schon getroffen? Das ist doch die schwebende Tante in Graufeste. Okay. Viele Tanten schweben. Hör auf zu saugen, Nixund.
Oh, wir sind wieder nicht alleine. Auch an meinem Begleiter nicht saugen. Da. Echt diese große Mücken auf vier Beinen. Ah, da. Ja. Meinst du, Heptagon? Heptagon sagt, es klingt irgendwie falsch mit dem Saugen. Ich weiß nicht, was du meinst. Eule ist doch gar nicht da. Diese Pferdenkampfattacke ohne Ferne. Ist das da ein anderer Speer hier? Mhm. Das ist der, der Flächenschaden macht. Schön. So, ich habe das Ziel schon markiert. Jetzt kannst du vielleicht einen Schaden machen. Geht aber nur, wenn sie in der Fläche bleiben. Ja. Kann man das denen nicht mehr erklären? Wenn sie das falsch machen? Ich habe übrigens den anderen Charakter noch weiter gelevelt und auch mal ein paar andere Fähigkeiten ausprobiert als bisher. Und die sind echt unterschiedlich gut. Also ich habe das Gefühl, man kann sich das Leben echt... Nee, ich brauch's nicht einwerfen. Echt schwer machen, wenn man... Naja, die falschen Sachen levelt. Das ist nicht nur anders, das ist wirklich besser als anderes. So, wir haben die Aufzeichnungen gefunden. Wir dürfen jetzt irgendwo da hinten. Zu vergiften beginnen. Möglicherweise ist der Weg auch richtig, vielleicht auch nicht. Und hier rüber? Ja. Die Diebe. Aufzeilen. Oder zu Wundflicken von mir aus. Okay, da hat sich mein Stab stärker Zauber nicht gelohnt.
Ach ja. Die jetzt war noch. Haben wir überhaupt die einzelnen Fliegen jetzt angegriffen oder einfach nur den Bau kaputt gemacht und fertig? Du hast auf die Fliegen geschossen, ich habe auf den Baum geschossen. Ich habe Flächenschaden gemacht. Okay. Also ich habe auch auf den Bau geschossen. Aber ich dachte, die Fliegen könnten wir ja auch kaputt machen. Ach stimmt, das war ja die Bombe. Zuckergift. Noch die Frage, wie man da hinkommt. Das ist eine interessante Höhle. Ja. Mit den Lichtern also, oder wie? Dieses ganze Gewölbe, da hast du die Lichter, da hinten hat es irgendwo Lava, dann hast du Wasserfälle. Mhm. Ja. Aber ja, das mit den Lichtern sah auch hübsch aus. Sehr viele Kuriositäten auf kleinem Raum. Mhm. Sollte man in deinen Reiseführer aufnehmen. Mhm. So, hier von da oben sind wir aber. Ach nee, da gibt's einen Weg. Ich wollte gerade sagen, wir sind da runtergeplumpst. Du bist da runtergeplumpst, ich bin den Weg gegangen. Ach was? Oh, daneben. Ah, ja, super. Erst wonach? Aber sowas habe ich schon mal gemacht. Irgendwie. Lass es ein Spilu. Wie bist du denn den Weg gegangen? Bist du hier hochgeklettert? Und dann auf den Weg zu gehen? Ich bin da über den Lavasteg und dann da runter. Ja, wir mussten doch erst da runter. Oder du nicht, weil ich da schon da war. Hm, naja. Wieso musstest du da runter? Ich meine, ich musste runter. Dann würde mir jetzt sowas fehlen. Wann? Aber ich weiß nicht wieso. Die hänge ich jetzt mal ab. Kurz. Die auch. Die auch. Die nicht. Oder? Komm nicht? Komm nicht. Den nicht. Huch. Schon wieder diese Stelle. Sekunde. Da hängen wir da. Wenn mein Stab keine Zauberung mehr hat, verbrauche ich erstmal die Gifte. Was zu sagen.
Sera, einen Augenblick bitte. Hey, Falura. Ihr habt es geschafft. Gut. Wir haben eine ganze Menge in nur sehr kurzer Zeit zu besprechen. Wo ist Talinji? Auf einer Lichtung im Südosten. Doch das kann warten. Ich gehe davon aus, dass ihr gesehen habt, was Halinji und ich hier anbauen. Mondzucker. In seiner reinen Form ist es ein krudes Betäubungsmittel. Wenn man es raffiniert, entsteht etwas wirklich Anrüchiges. Skooma. Okay. Wenn ihr Skooma so sehr hasst, warum habt ihr dann beim Anbau vom Mondzucker geholfen? Ich musste sicherstellen, dass er es schaffen konnte. Mondzucker ist launisch. Niemand konnte ihn bisher hier auf Wadenfell anbauen. Bis Halinjia kam. Ihr müsst die Notizen, die ihr gefunden habt, zu Hauptmann Betes in Seydanen bringen. Erzählt ihm alles. Er kümmert sich um den Rest. Warum könnt ihr es ihm nicht selbst erzählen? Es ist kompliziert. Ich gehörte zum Rauschgift-Eidamt des Hauses Redoran. Ich habe ein paar sehr schlimme Fehler begangen. Wenn ich diesen Hinweis zu Hauptmann Betes bringen würde, würde er mich einfach ignorieren. Doch er hat keinen Grund, euch zu misstrauen. Bitte tut dies für mich, Sera. Hey Sabina. Was macht Skooma so gefährlich? Wenn ihr jemals welches genommen hättet, dann wüsstet ihr das. Skooma ist ein starkes Rauschmittel. Es macht abhängig, vergiftet einen und ist billig. Tödliche Überdosen sind in Morrowind an der Tagesordnung. Sobald es einen in seinen Fängen hat, tut man alles, um an es heranzukommen. Stehlen, vergewaltigen, töten, was auch immer. Und ihr meint, Halinji hat vor, diese Droge herzustellen? Ich weiß es nicht, doch das spielt keine Rolle. Er hat eine Methode entwickelt, um gewaltige Mengen Mondzucker auf Wadenfell anzubauen. Dieses Wissen allein ist mehr als gefährlich. Zu gefährlich. Könnt ihr euch vorstellen, was geschehen würde, wenn die Verbrecherfamilie der Kamonatong seine Notizen in die Finger bekäme? Ich verstehe, worauf ihr hinaus wollt. Halinji ist kein dädrischer Fürst, doch sein Werk könnte genauso zerstörerisch sein. Bitte, tut einfach das Richtige. Warum wurdet ihr aus dem Eidamt geworfen? Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Wir lassen. Ups, ich habe einen Fehler gemacht. Sabina, räume mal eben auf und dann komme ich wieder. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ich dachte. Sera, ich vertraue darauf, dass ihr das Richtige tut. So, warum wurde ich aus dem Eidamt geworfen? Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Belassen wir es dabei, dass der Skooma-Handel so manch finsteren Anreiz bietet. Insbesondere für verdeckte Ermittler. Leicht kann man dabei eine Linie überschreiten. Viel zu leicht. Hoffentlich helfen diese Festnahmen und Beschlagnahmungen mir dabei, Wiedergutmachung zu leisten. Lebt wohl. Ich hatte mich kurz im Stream gemutet, aber die Tastatur zu benutzen, bricht alle Dialoge ab. Oh, okay. Also wenn man von Controller auf Tastatur wechselt und umgekehrt. GUI wird ja dann ganz neu gemacht. Stimmt, ja. Moment. Das ist ein Mini-Gua, da, Zwerg-Gua. Wollte ich aber gerade sagen. Aber die gibt's auch in groß. Dann sind die fast so groß wie die Aliten. Okay. Und das... Das Maul ist auch ein bisschen anders. Meinst du im Gegensatz zum Aliten? Ja. Ja, wie gesagt, ich finde Aliten, die sehen echt so ein bisschen aus wie Krokodile. Die Guare sehen eher so salamandermäßig aus, finde ich. Mit dem Auge, also die Augen sind ziemlich schlangenartig, aber gut. Ja. Ja. Naja, Halinjir, hier. Es ist nett von euch, nach Halinjir zu schauen, aber diesem geht es gut. Noch einmal vielen Dank. Falura wird nicht kommen. Sie war eine verdeckte Ermittlerin. Sie hat mich gedrängt, euch der Obrigkeit zu melden. Was? Wie konnte sie? Warum sollte sie so etwas tun? Halinjir ist keine Bedrohung für niemanden. Skooma ist keine Bedrohung. Skooma? Nein, nein, nein. Halinjir stellt doch gar kein Skooma her.
Meine Schwester und mein Vetter waren beide süchtig. Dieser würde so etwas niemals tun. Ich baue nur Mondzucker an, Wanderer. Nur zum persönlichen Gebrauch, wisst ihr? Ihr würdet doch wegen einer solchen Sache niemanden das Leben ruinieren, oder? Ich habe eine Mondzuckerfarm für den persönlichen Gebrauch. Ist klar. Ihr habt wirklich nicht vor, Drogen zu verkaufen. Das war eine riesige Ernte. Hallenchir hat einen riesen Appetit. Ein wenig Zucker am Morgen, um den Tag zu beginnen. Ein wenig am Abend, um die Seele zu beruhigen. Mondzucker ist etwas Wunderbares, mein Freund. Riddeltares Geschenk an alle Khajiit. Ist es denn so schlimm, wenn man dem Genuss zugetan ist? Nein, es ist schon in Ordnung. Ich würde niemals einen Freund anschwärzen. Ich lüge. Hallenchir ist froh, dass ihr zustimmt. Dieser muss nur noch seinen Besitz zusammensammeln. Dann macht er sich auf den Weg. Leb wohl. Ich werde sein Geheimnis nicht hüten. Ich werde mich dafür hüten, sein Geheimnis zu hüten. Lustvoll. Leuchterkling. Huch, da leuchtet doch was. Ein Buch. Hey, Hauptmann! Nicht jetzt, Bürger. Ich stecke heute bis zum Hals in Problem. Ein Khajiit namens Hallenchir baut Mondzucker in Sainsipilu an. Hier ist der Beweis. Hallenchir? Ich dachte, er wäre ein verwirrter Zuckertropf. Wenn er es geschafft hat, hier auf Wartenfell Mondzucker anzubauen, ist er schlauer, als er wirkt. Täuscht euch nicht. Wir werden ihn finden. Das Tribunal dankt euch für eure Hilfe, Fremdländer. Nehmt dies als Belohnung. Quest abschließen. Wollt ihr noch etwas anderes? Habt ihr einen Skoma-Baron zu melden? Nein? Dann geht weiter. Wow. Sehr dankbar, der Typ. Falura Uvelet hat Hallenchirs Umtriebe aufgedeckt. Falura? Dieses Skoma-süchtige Ding kommt doch kaum ohne fremde Hilfe in seine Hosen hinein. Und nun soll es so eine Untersuchung durchgeführt haben? Seine? Ihr müsst euch irren. Nein, sie hat mir ihre Fehltritte gebeichtet. Sie hatte gehofft, es würde ihr dabei helfen, Wiedergutmachung zu leisten. Schwer zu sagen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie am nächsten Baum aufknüpfen. Ich gebe das an meine Kontakte im Eidamt weiter. Ich möchte allerdings ehrlich sein. Ihre Chancen stehen eher schlecht. Lebt wohl. Da vorne ist eine Quest. Sag mal, waren wir hier bisher nicht so viel unterwegs oder haben wir das übersehen? Also und haben das übersehen? Ich glaube, hier haben wir noch gar keine Quests gemacht. Okay. Ich dachte, hier, wir hätten schon ein bisschen was gemacht. Nee, wir waren in anderen Teilen vom Morrowind, aber auf Wartenfell, meine ich. Immer nur zum Inventarleeren. Donnerwetter. Andere Charakter hat auf jeden Fall hier schon einige Sachen gemacht, aber die Quests kommen mir nicht bekannt vor. Könnte es neue Quests sein? Könnten es neue Quests sein? Fremdländer, auf ein Wort. Die habe ich damals mit meinem ersten Charakter auch gemacht. Okay. Dimina Salvi. Auf Anordnung der stellvertretenden Gouverneurin, bei der es sich zufälligerweise um mich handelt, ist der Leuchtturm bis auf Weiteres geschlossen. Andererseits bin ich auf der Suche nach einem Fremdländer, der gewillt ist, ein bisschen Arbeit zu übernehmen. Über welche Art von Arbeit sprecht ihr? Ich brauche jemanden ohne jegliche Verbindung zu dieser Gegend, um für mich etwas unter die Lupe zu nehmen. Offenbar ist jemand in den Leuchtturm eingebrochen. Die Flamme wurde gelöscht.
Infolgedessen ist ein Schiff an der Küste aufgelaufen. Wir fanden weniger Leichen als erwartet und auch weniger Überlebende. Ihr möchtet, dass ich herausfinde, wer die Flamme gelöscht hat? Ich vermute Sklavenjäger dahinter, was bedeutet, dass sie Hilfe hier aus der Stadt hatten. Ich finde das unerträglich. Findet heraus, wer die Lampe des Leuchtturms gelöscht hat. Diese Person wird uns zu den Sklavenjägern führen. Fragt Delms. Der hatte in dieser Nacht Dienst. Er ist im Leuchtturm. Wie die ganze Zeit einfach an mir vorbeigesprochen hat. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich werde mit der Leuchtturmwache sprechen. Ich muss beim Aufseher vorbeischauen. Seine Arbeiter durchsuchen das Wrack. Und ich möchte wissen, was sie entdeckt haben. Habt ihr irgendwelche Überlebenden des Schiffsbruchs gefunden? Bis man uns alarmierte und wir in Bewegung waren, war wertvolle Zeit verstrichen. Wir konnten nur einige wenige retten. Doch größtenteils fanden wir nur diejenigen, die ertrunken oder an den Felsen zerschmettert worden waren. Doch auch so waren wir weit von der Zahl an Seelen entfernt, die ein solches Schiff übers Meer trägt. Gibt es etwas, was ich über das Schiff wissen sollte, das dieses Unglück erlitten hat? Es war ein ganz gewöhnliches Segelschiff vom Festland. Ich nehme an, es transportierte die übliche Mischung aus Fracht und Reisenden, die es zu unseren grünenden Gestaden zog. Ich glaube nicht, dass ein solches Schiff auf diese Fahrt geht, ohne sich vorher den Laderaumrand voll zu machen. Verdammte Sklavenjäger. Warum habt ihr Sklavenjäger im Verdacht? Seit unsere Übereinkunft mit dem Pakt wirksam ist, ist die Sklaverei in den allermeisten Regionen von Morrowind verboten. Doch damit haben wir Sklavenjäger nur in den Untergrund getrieben. Diese ganze stinkende Sache riecht nach ihnen. Dann ist Sklaverei hier also verboten? Hier und in allen Territorien, die von den großen Häusern kontrolliert werden, welche den Ebenherzpakt unterstützen. Falls es euch aber in das Revier der Drees oder der Telvanni verschlägt, liegt der Fall anders. Dort ist dieser Brauch noch sehr lebendig. Daher rühren auch meine derzeitigen Ärgernisse. Erzählt mir von Sedanin. Wir sind nur ein kleiner Außenposten an der Bitterküste, aber ich sehe uns gern als das Tor nach Wardenfell. Von hier aus sind Vivek und die anderen Orte im Inland leicht zu erreichen. Gouverneur Omelian hat das Sagen, auch wenn ich ihn je nach Bedarf unterstütze. Lebt wohl. Sprecht mit Feldwebel Dems und leeret vorher diesen Trinkschlauch in die Taschen. Schubst diese Wache ins Wasser. Hier gibt's viel zu stehlen. Hey, Feldwebel. Halt! Hier oben darf niemand sein. Die stellvertretende Gouverneurin Salvi möchte, dass ich das Schiffswrack untersuche. Sie hat euch gebeten, dass... Einen Fremdländer? Reicht es denn nicht, mich auf unbefristete Zeit zum Bewachen der Flamme hier oben zu verdonnern? Muss sie jetzt auch noch Hilfe von außerhalb der Hauswache suchen? Ach, womit sonst könnte ich denn auch nach den nächtlichen Ereignissen neulich rechnen? Erzählt mir, was geschehen ist. Findun hat anlässlich des Geburtstags von Wachhauptmann Betis ein Fass seines edelsten Tropfens geschickt. Starkes Zeug. Wir konnten nach nur einem Becher kaum noch die Augen offen halten. Das gesamte Regiment lag noch vor Sonnenuntergang flach. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, dass das Feuer ausgegangen war. Dann wisst ihr also nicht, wer die Flamme gelöscht hat? Passt auf! Nachdem ich das Krachen und Bersten von der Küste hörte, konnte ich doch gar nicht anders, als loszugehen und Alarm zu schlagen. Schätzt Wasser treibt sich gern am Leuchtturm herum. Schätzt Wasser. Vielleicht hat sie etwas bemerkt. Wenn ihr schon unsere Aufgaben übernehmen wollt, dann solltet ihr mit ihr sprechen. Lebt wohl. Die haben sich auf einen ganz besonderen Tropfen einladen lassen, oder wie sehe ich das? Findun ist doch, meine ich, der Händler hier aus dem Ort. Also von dem stammte der Tropfen.
Na gut, wenn die regelmäßig von ihm Getränke holen, dann ist es vielleicht nicht auffällig, dass das Getränk diesmal was anderes ist. Wer hat das gesagt? Da ist er, schätzt Wasser. Das ist keine... kein Spitzname, die heißt komplett so. Ich meine, sowas hat man ja mal, dass der Name länger ging, aber die nur einen Teil davon gesagt haben. So als Spitzname sozusagen. Die Anführerin von der Kriegergilde, die heißt doch, sieht alle Farben und wird aber manchmal nur Farben genannt. Genau, das meinte ich, ja. Sie ist wirklich schätzt Wasser. Entschuldigt bitte. Eure schmutzigen Fußbedeckungen verdrecken mir meinen Teich. Wart ihr in der Nacht des Schiffsunglück hier? Habt ihr in jener Nacht jemanden in der Nähe des Leuchtturms gesehen? Ihr redet aber unverblümt. Da verdorrt mir die Zunge und die Antworten vertrocknen mir im Mund. Geht und belästigt jemand anderen mit euren sengenden Fragen. Ich schüchter sie ein. Es kann euch auch die stellvertretende Gouverneurin fragen. Nein. Es gibt keinen Grund, die Stellvertreterin des Gouverneurs hier hineinzuziehen. Oder die Hauswache. Wenn ich deren Atem im Nacken spüre, schnurren mir sämtliche Schuppen zusammen. Ich habe in jener Nacht jemanden am Leuchtturm gesehen. Wen habt ihr in jener Nacht in der Nähe des Leuchtturms gesehen? Ihr stellt immer wieder die falsche Frage. Ich habe in dieser Nacht niemanden gesehen, sondern jemanden gespürt. Dieser jemand erzeugte ein Kräuseln des Wassers. Ich fühlte, wie er an dem Baum angehalten hat, der über meinen Teich ragt. Dann zog er weiter in Richtung Leuchtturm. Schaut euch den Baum an, Feuchter. Feuchter? Und euch kam nie in den Sinn, beim Baum nachzuschauen? Ich mag es, wenn mein Wasser ruhig bleibt. Still. Stochert man darin herum, kräuselt es sich. Und wenn es sich kräuselt, werden noch mehr Fragen aufgeworfen. Warum zappelt sie dann so mit dem Fuß? Lebt wohl. So. Baumöffnung durchsuchen. Mein goldenes Kind, dass ihr das Licht verdunkeltet, war ein wahrer Segen für unsere heiligen Pläne. Wir trieben das Piratenschiff in die Felsen und befreiten jene, die unrechtmäßig eingesperrt waren. Die betäubten Wachen schliefen die ganze Zeit, wie wir beabsichtigt hatten. Sorgt euch nicht über Verluste von Leben. Die Unschuldigen überlebten und die Bösen starben. Führt euch eure gerechte Belohnung mit dieser Nachricht vor Augen und macht euren Frieden damit. Ihr solltet uns an diesen Worten erkennen. Das Ende der Worte ist Almsivi. Okay. Fragt die Einheimischen nach Almsivi. Ist das wieder so etwas, wo man sich aufteilen kann? Ich frage den Hauptmann. Wollt ihr noch etwas anderes? Habt ihr einen Skoma-Baron zu melden? Nein? Dann geht weiter. Das Ende der Worte ist Almsivi. Im Ernst, Fremdländer. Es ist sehr lobenswert, dass ihr unsere Sitten lernen wollt. Aber wenn ihr sie so aussprecht, klingen die Worte des Tribunals einfach nur dumm. Ich würde vorschlagen, ihr belasst es beim Besuch der Sehenswürdigkeiten und überlasst die Religion uns. Lebt wohl. Arbeitszimmer des Gouverneurs. Hey, Gouverneur. Ein Fremdländer? Von eurer Sorte kriege ich hier einfach nie genug zu sehen. Ihr seid natürlich auf Wartenfell willkommen. Gehorcht einfach den Gesetzen und nehmt Abstand davon, irgendwelchen Ärger zu machen. Dann kommt ihr schon bestens zurecht. Das Ende der Worte ist Almsivi. Was? Was habt ihr gesagt? Ich schlage vor, ihr verschwindet, bevor ich die Wachen auf euch hetze. Lebt wohl. Habe ich was Falsches gesagt? Hochverehrter Minister Tarion Haus Redoran. Ich schreibe euch bezüglich einer Angelegenheit von großer Bedeutung. In den letzten Wochen ist bei meinem Amt eine stetig wachsende Zahl von Beschwerden eingegangen.
Viele unserer Hausgäste ist eine schlechte Behandlung durch die Amtsmänner und Konstabler des Hauses Redoran zuteil geworden. Wie ihr euch sehr wohl bewusst seid, hat Haus Lalu die Pflicht, diese Beschwerden, blablabla, wird nicht interessanter. Pelfi Begari. Trotz der ganzen Aufregung wegen des Schiffsunglücks von neulich bin ich hier drinnen und bewache das Arbeitszimmer des Gouverneurs. Ich schätze, es könnte schon jemand kommen, um einen Federkiel oder einen Stapel Pergament zu stehlen. Aber trotzdem, hier wird ganz klar mein Talent vergeudet. Das Ende der Worte ist Almsevi. Ich gebe euch einen Rat. Erwähnt nichts, was mit dem Tribunal zusammenhängt gegenüber dem Gouverneur. Er ist mit einigen unlängst erlassenen Regelungen unzufrieden, die von ganz oben gekommen sind. Er lebt wohl. Was? Zum Kecken nix. Kau, kau, der Koch. Die heutige Auswahl ist ein bisschen angebrannt und ich habe das Würzen vergessen. Außerdem habe ich mein Schuppenpflegefett anstelle der Butter erwischt. Ihr wollt heute wahrscheinlich lieber nicht hier essen. Wenn ihr so fragt, nein. Das Ende der Worte ist an Sibi. Das hat doch etwas mit dem Tribunal zu tun, oder? Tut mir leid, aber ich versuche wirklich nicht allzu sehr auf die Dunkelelfen und ihre sonderbare Religion zu achten. Lieb wohl. Gemischt war Meersalz. Hey, Snazika. Wenn ihr nach Norden und Westen reist, dann seid vor Aschländern auf der Hut. Haus Redoran sagt, sie wären Wilde. Im Norden und Osten, das ist das Territorium des Hauses Telvanni. Sie sind allesamt verrückte alte Magier und Sklavenjäger obendrein. Wohin ihr auch geht, passt auf euch auf. Das Ende der Worte ist Almsevi. Ist gut. Dieser Quatsch über das Tribunal ist fast genauso komisch wie einige der Dinge, die ich in Wrotgar gehört habe. Sagt an, wenn ihr später Lust auf ein kleines Stelldichein habt, hätte ich euch noch ein paar schlüpfrige Geschichten zu erzählen. Lebt wohl. Wobei das auch die verschlüsselte Antwort hätte sein können. Finde ich. Schätzt Wasser. Wärt ihr so freundlich und würdet weitergehen? Ihr stört die Strömung. Das Ende der Worte ist Almsevi. Vom Gerede über Götter jucken mir die Schuppen. Wenn es die lebenden Götter wirklich kümmern würde, würden sie mich nicht leiden lassen. Und jetzt nehmt euren frömmelnden Unfug und versucht ihn jemand anderem zu verkaufen. Lebt wohl. Finde uns Waren. Marise. Willkommen in unserem Laden. Schaut euch gerne um. Das Ende der Worte ist Almsevi. Nicht so laut. Wir wollen keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Aber was ist geschehen? Ich dachte, ich hätte zum Übergabepunkt kommen sollen. Ihr seid doch aber nicht den ganzen weiten Weg hierher gekommen, nur um mir meine Belohnung zu geben, oder? Ich habe eure Belohnung. Jetzt schon? Lasst mich mal sehen. Oh, das ist ja wunderschön. Ich liebe es, für das Tribunal zu arbeiten. Hm? Es ist umso vieles besser, als zu versuchen, sich in Vivek als Diebin durchzuschlagen. Aber wo ist euer Helm? Ich habe noch nie einen Ordinator ohne seine Uniform gesehen. Ein Ordinator durch befohlenen Leuchtturm zu sabotieren? Oh, stimmt. Wir sollten an einem derart öffentlichen Ort nicht über Ordinatoren und das Tribunal reden. Aber es ist schon schön, zur Abwechslung mal ein heiliges Werk zu verrichten.
Und noch dazu so eine einfache Aufgabe, das Licht im Leuchtturm zu löschen. Ich meine, einem Sivi ist das Ende der Worte. Eine Sache noch, wie seid ihr an den Wachen vorbeigekommen? Oh, das war leicht. Ich habe einen Schlaftrunk in das Ale getan, das sie anlässlich des Geburtstags von Wachhauptmann Betes bestellt hatten. Keine Stunde später waren die Wachen bewusstlos. Ich hoffe, ich kann erneut zu Diensten sein. Für das Tribunal. An Sivi ist das Ende der Worte. Schmeiß mal kurz hier um. Ja, es wäre stehlen. Ich nenne das ja Beschlagnahmen, aber... naja. Andere sehen es halt anders. Demona Salvi. Unglücklicherweise fanden sich im Wrack des Schiffs keine weiteren Hinweise. Habt ihr im Zuge eurer Untersuchung irgendwas herausfinden können? Marise Rotrano meint, das Tribunal hätte sie angehört, um das Licht im Leuchtturm zu löschen. Die junge Frau, die beim Gemüsehändler arbeitet? Ich bezweifle, dass ihr das Tribunal so etwas Leichtsinniges auftragen würde. Habt ihr irgendwelche anderen Beweise, abgesehen von ihrem Wort? Ich habe diese Notiz in einem hohlen Baum gefunden, zusammen mit einem Rubin, der als ihre Bezahlung diente. Hm, das ist verstörend. Dieses Pergament fühlt sich so an wie die Bögen, die Gouverneur Omelian eigens in Hochfels bestellt. Ihr werdet mir noch eine Probe davon aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs besorgen müssen. Nur so können wir Gewissheit haben. Ihr wollt, dass ich Papier aus dem Arbeitszimmer des Gouverneurs stehle? Nicht in seinem Arbeitszimmer. Er bewahrt sie in seinen Privatgemächern auf, in die man über das Wachhaus gelangt. Doch ich würde nie an euch herantragen, dass ihr in seine Gemächer einbrecht und einen leeren Bogen von seinem besonderen Pergament stiehlt. Das wäre gegen das Gesetz. Versteht ihr mich? Versteht ihr mich, Zwinker-Zwinker? Ich verstehe, ich besorge noch einen Bogen Pergament aus dem Privatgemächern des Gouverneurs. Ich meine natürlich, sowas tue ich natürlich nicht, Zwinker-Zwinker. Bittet Maries, das Pergament zu stehlen? Hm, nicht gut. Ah, unser besonderer Kunde. Gibt es etwas, was ich für euch tun kann? Ich überrede Sie. Das Ende der Worte ist Alm Sivi. Wir haben eine weitere Aufgabe für euch und das ist eine Lüge. Und Alm Sivi ist das Ende der Worte. Ihr könnt über mich verfügen. Ihr müsst für uns in die Privatgemächer des Gouverneurs schleichen und einen leeren Bogen Pergament beschaffen. Das ist eine merkwürdige Bitte. Aber wer bin ich schon, die Götter in Frage zu stellen? Ich kann durch das Wachhaus in die Gemächer des Gouverneurs gelangen, aber ich brauche jemanden, der die Wachen ablenkt. Ich kann für eine Ablenkung sorgen. Das ist perfekt. Geht und sorgt für eine Ablenkung. Dann besorge ich euch einen Bogen Pergament. Sobald ich meine Aufgabe erledigt habe, treffe ich euch an dem Baum neben den Docks am Leuchtturm. Lebt wohl. Dann können wir direkt, Sehen meine Augen für euch rot aus? Was war das denn für ein komischer Kerl? Stunden, oder? Okay. Ich würde sagen, dann können wir direkt die Gouverneurin da mit hinholen. Feldwebel Delms. Der Laufbursche der stellvertretenden Gouverneurin. Was nun? Feldwebel, ich hätte noch ein paar Fragen, wenn ihr Zeit hättet. Was will die stellvertretende Gouverneurin mir jetzt wieder in die Schuhe schieben? Ich sehe sie da im Hintergrund. Sie möchte gerne wissen, warum ihr euren Posten am Leuchtturm verlassen habt. Der Gouverneur brauchte mich hier.
erinnert Salvi daran, dass er hier immer noch das Sagen hat. Und er vertraut mir. Das sollte sie berücksichtigen, während sie auf ihrer kleinen Netzjagd ist. Ich werde sie auf jeden Fall ausrichten. Tut das nur. Und nun fort mit euch, bevor ich euch wegen Landstreicherei und der Belästigung einer Hauswache festnehme. Die ist aber bisher noch nicht da wieder rausgekommen, oder? Ich glaube nicht. Also ich habe sie nicht gesehen. Leb wohl. Na gut. War aber schön, wie es im Hintergrund vorbeischlich. Vielleicht ist sie auch woanders wieder rausgegangen. Ja. Da ist sie ja. Marise. Einem Sivi ist das Ende der Worte. Ich vergesse immer, wie viel Freude ich an der Diebeskunst hatte. Es hat mir einige schöne Erinnerungen zurückgebracht, mich in die Privatgemächer des Gouverneurs einzuschleichen. Und das Ende der Worte ist allem Sivi. Konntet ihr einen Bogen Pergament beschaffen? Ich habe euch nicht nur einen Bogen von dem schicken Pergament des Gouverneurs besorgt, sondern ich habe auch noch einen unfertigen Bericht gesehen, der mir wichtig schien. In ihm stand, es gäbe keine Umtriebe von Sklavenjägern auf der Feuerfalterinsel und die Patrouillenrouten sollten weiter die Küste hinauf verlagert werden. Ich glaube, die Lage hier wird noch chaotisch werden. Ihr solltet die Stadt verlassen. Hä, was? Wadenfell verlassen? Wenn ihr das für das Beste haltet, lasst mich nachdenken. Ich hab's. Ich werde nach Gramfeste gehen. Ich wollte schon immer mal den Tempel des Tribunals sehen. Was für eine ausgezeichnete Idee. Einem Sivi ist das Ende der Worte. Warum retten wir sie jetzt? Ich dachte, wir wollten sie drankriegen. Und das Ende der Worte ist an Sivi. Vor allem sagst du ihr, sie soll die Stadt verlassen. Ja. Und sie sagt, dass sie Wadenfell verlässt. Also im Sinne von, sie verlässt vielleicht die ganze Insel, nicht nur die Stadt. Na ja, gut. Vielleicht interessiert sie sonst nichts in dieser Insel. Aber warum sagen wir ihr das überhaupt? Weil wir nett sind. Nein, sind wir nicht. Nicht zu Dieben und Mordern und so. Wieder zurück? Dann erzählt mir mal. Ihr habt aber nichts getan, was gegen irgendwelche Gesetze verstößt, oder? Haben wir? Naja, schon, glaube ich. Ich kenne die geltenden Gesetze nicht. Also, hier. Also, wer weiß. Hier ist das Pergament. Außerdem gab es einen Bericht, wonach die Feuerfalterinsel frei von Umtrieben von Sklavenjägern wäre. Eigenartig. Wir haben die Feuerfalterinsel nicht mehr abgesucht, seit Gouverneur O'Melian verkündete, die Hauswache wäre besser eingesetzt, wenn sie weiter die Küste hinauf patrouillieren würde. Und diese Pergamentbögen passen ohne jeden Zweifel zueinander. Das ist höchst verstörend. Ihr meint, der Gouverneur arbeitet mit den Sklavenjägern zusammen? Was ich meine, ist unerheblich. Wir brauchen Beweise. Aber wir müssen auch eine Rettungsmission in Angriff nehmen. Auf dem Gebiet des Pakts ist Sklaverei verboten. Es ist Zeit, der Feuerfalterinsel einen Besuch abzustatten. Hoffentlich finden wir unterwegs mehr Beweise für die Verstrickung von Gouverneur O'Melian in diese ganze Sache. Lasst uns auf die Feuerfalterinsel fahren. Ein Angriff, bevor die Soldaten zusammengetrommelt wurden? Das ist kein vernünftiges Vorgehen. Wir müssen unsere Truppen zusammenziehen, Pläne und Ausweichpläne ausarbeiten, die Waffenkammer aufschließen. Was war das? Was war was? die Waffenkammer aufschließen. Dauert das lang oder was? Ja, wer weiß, wie viele Zahlencodes Iris Scanner. Genau sowas erwarte ich hier. 64-Bit-Verschlüsselung, du da knacken musst. Wahrscheinlich ist es ein Zeitschloss, das geht erst einmal im Jahr nur auf oder so. Ein Licht ist aufgeblitzt und hat den Leuchtturm erhellt. Das ist ein Notsignal und es kam von der Feuerfalterinsel. Keine Zeit für große Vorbereitungen. Wir müssen die Gefangenen der Sklavenjäger retten.
Sag ich doch. Ruft eure Soldaten herbei. Ich nehme dieses Schiff und mache mich zur Insel auf. Soldaten, auf die Schiffe. Wir segeln zur Feuerfalterinsel. Rettet Sklaven 0 von 4. Nee. Na, kommen noch Leute? Boot zur Feuerfalterinsel benutzen. Wenn ich reise, verschwinde ich wahrscheinlich ohne das Boot. Geh schwer von aus. Hm. Ah. Hier sind wir. Ja. Kommt mir ein wenig bekannt vor. Talosha. Und direkt retten. Mein ewiger Dank. Naja. Was haben wir hier? Notiz des Kapitäns. Wenn ihr das hier lesen könnt, sorgt bitte dafür, dass der Rest der Besatzung davon hört und es versteht. Es gibt einen Trieb der Moraktong, der meinen Namen trägt. Ich vermute, dass unser Verbündeter in Setanen kalte Füße bekommen hat. Wir werden uns noch früh genug mit Gouverneur Omelian und seinen Verrat befassen. Und wenn ich mich täusche und der Gouverneur damit nichts zu tun hat, wenn stattdessen einer von euch versucht, die Karriereleiter zu erklimmen, indem er mich ermorden lässt, dann kommt und stellt euch, die Besatzung verdient einen ehrbaren Anführer, kein hinterhältiges Wiesel, Kapitän des Swatstar. Okay. Hier haben wir aber noch immer. Sklaven zu retten. Huch. Also. Ich dachte schon, das wäre unser Khajiit. Als es Harlas. Raifried. Ich dachte, ich wäre erledigt. Du meinst Hallingir. Genau. Ja, keine Ahnung. Die Ähnlichkeit ist nicht wirklich da, aber. Weiterhin dachte ich, sowas Ähnliches gelesen zu haben. Aber hier das Intro hast du nicht gespielt, oder? Auf der Insel. Ich habe bisher nur ein Intro gespielt. Alle anderen habe ich immer übersprungen. Also, als ich halt angefangen habe, das kurz online zu spielen, hat man das Intro hier auf der Insel gespielt. Okay. Ich hatte später erst das Gefühl, dass unterschiedliche Völker auch unterschiedliche Intros haben. Ihr seid gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Gerade noch rechtzeitig. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich mit Furt zu tun hat. Wäre nicht. Sondern? Ich weiß es nicht. Ort? Mit der Version, die du gerade spielst? Version? Ja, mit den Updates kommen ja zum Teil dann auch neue Intros zum Beispiel auch. Hm. Aber. Hm. Auch möglich. Wadenfell. Arbeitsräume des Zensus und Steuerbehörde.
hier überhaupt rein oder geht es nur darum, auf der anderen Seite wieder rauszugehen? Achso, Arbeitszimmer des Gouverneurs, das ist nicht wieder raus. Dimena Salvi. Jemand hat den Gouverneur angegriffen. Diese Wache wird durchkommen. Habt ihr auf der Feuerfalterinsel irgendwas herausgefunden? Ich habe diese Notiz auf der Insel gefunden. Der Gouverneur hat also gehofft, er könnte die Morak Tong dazu benutzen, seine Spuren zu verwischen. Doch diese Notiz lässt die anderen Beweise, die ihr bereits aufgedeckt habt, nur umso schwerer wiegen. Gut gemacht. Ihr habt Zayda Neen einen großen Dienst erwiesen. Ab hier übernehme ich. Quest abschließen. Stellvertretende Gouverneurin. Feldwebel, wo ist Gouverneur Omelian? Was ist hier passiert? Der Gouverneur schlug mich nieder und floh. Der Gouverneur will seiner Strafe entgehen. Ihm nach. Lustig, wenn du vor mir durch eine Tür gehst, dann hängt der Schweif von deiner Zwielichtschwinge manchmal immer noch durch die Band ins Zimmer. So. Auf zum Palast. Wir können ein wenig reisen, wenn wir wollen. Wieder ein Wegschrein weiter. Zurück von wo wir hergekommen sind. Kaum ausgesprochen. Ich kann es gar nicht fassen. Düp, 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 düp. Hey, Eule, vielen lieben Dank für deinen Sub. Und grüß dich. Hallo. Dankeschön. Döp, 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 döp. Hä? Oh, ein Wegschrein. Huch, der Boden ist so texturlos. Und was ist hier? Abenteuer gesucht. Abenteurer gesucht. Okay, was anderes. Aufgrund der Menge an Hilfsgesuchen unserer treuen Bürger wurde ein System der Weitervermittlung zwischen jenen geschaffen, die Hilfe benötigen und jenen, die Hilfe anbieten. Unel Darano in der Halle der Gerechtigkeit hat hierzu genauere Informationen. Okay. Aber erstmal wollte ich den Wegschrein holen. Denn da. Ach so, jetzt habe ich hier eine neue Quest angefangen. Halle der Gerechtigkeit. Hey? Was? Bist du denn jetzt hin verschwunden? Ich bin zurück und in die Halle der Gerechtigkeit, nachdem ich den Weg schon abgeholt habe. Ach so, weil ich schon beim Palast bin. Ah. Weil ich direkt zu dem Wegschrein gesprungen bin. Oh. Ich bin bisher immer an den Wegschreien vorbeigegangen, weil ich dachte, wir holen ihn uns zusammen, aber gut. Andere Wegschreine habe ich auch ohne dich geholt. Ja, dann komm, dann gehen wir halt zum Palast. Die Computerstimme kann das einfach nicht richtig. Aber singen kann die ja auch nicht. Hat ja auch nicht behauptet, dass sie singen kann. Ein Grüß an Lara von Eule. Zurück. Dies ist die Person, die mir am Grabmal half, mein Fürst. Das Gott haben wir Fürst schweben Weg. Müssen. Wir brauchen die Hilfe dieses Fremdländers. Weil sie es können. Oh, seid still, Herzkanoniker Tabus. Fremdländer haben ihren Nutzen und dieser interessiert mich. Wie ihr wünscht.
Ich bin in meiner Amtsstube, falls ihr mich braucht. Ich würde auch schweben, wenn ich könnte. Tretet vor, Freund Levulis. Lasst uns reden. Aber Eule, naja, man muss ja auch wissen, was da zu singen ist. Ich wüsste es nicht. Vivek. Kanoniker Levule meint, ihr hättet ihm bei seiner Mission geholfen. Wie ich geschrieben habe, wer meinen Verbündeten hilft, wird mein Freund. Trotz der Sorgen des Erzkanonikers begrüße ich euch voller Aufrichtigkeit und stelle euch eine einfache Frage. Werdet ihr uns noch weiterhelfen, Fremdländer? Welche Art von Hilfe benötigt ihr, Fürst Vivek? Ich verfüge über Ordinatoren und Wappenträger, gewaltige Armeen von Anhängern und ergebene Priester. Was ich jedoch nicht habe, ist eine frische Sicht der Dinge. Werdet ihr eure persönlichen Ziele eine Weile aufschieben und zu den Augen und Ohren eines Gottes werden? Natürlich, Fürst Vivek. Ich kann euch eine unverbrauchte Sicht der Dinge bieten. Gut. Ich brauche Unterstützung, um ein seltsames Phänomen zu untersuchen. Gleich nachdem ich 15 andere Quests gemacht habe. Tatsächlich ein echtes Ärgernis darstellen könnte. Wir fangen mit einem einfachen Hellsichtritual an. Erzkanoniker Tavus kann euch sagen, was wir brauchen, um diesem Rätsel nachzugehen. Ich glaube nicht, dass Erzkanoniker Tavus meine Hilfe will. Die mich peinigende Lage macht auch meinem Erzkanoniker zu schaffen, aber er ist ein treuer Diener. Tavus wird tun, was ich ihm sage. Und ich sage, dass wir eure Unterstützung brauchen. Sucht den Erzkanoniker in seinem Arbeitszimmer auf. Er wird euch sagen, wie es weitergeht. Als ich ankam, sah ich eine Vision Azuras. Die dädrische Fürstin? Ich schätze, dass dieselben Ereignisse, die mich betreffen, auch für Azura von Interesse sein könnten. Aber sie könnte ebenso gut der Ursprung all dieses Ärgers sein. Der Rote Berg, seltsame Daedra. Und dann wäre da... Nun, unterhalten wir uns doch darüber, wenn ihr zurückkehrt. War das, was sie ahnen, sagte hilfreich? Levules Ahnen hat mir versichert, dass eine Quelle meiner Kraft sicher ist, was den Rest angeht. Lass den Gedanken reifen und nur dann sprechen, wenn er sicher Früchte trägt. Ich brauche mehr Informationen über die Lage. Daher ist das Hellsichtritual nötig. Er lebt wohl. Oh, Eule ist enttäuscht. Wieso das? Wieso das, Eule? Rede. Du musst... Was? Springen. Laufen und springen. Laufen und springen. Das musst du vorher sagen. Aber ja, hast du vorher gesagt, tatsächlich. Grüß der Neid von Azanox. So, was haben wir hier denn? Belleru Omuriel. Die Aufträge, die ich rausgebe, sind nicht leicht, aber die Belohnungen dafür sind hoch. Ich suche Arbeit. Habt ihr welche? Die Goldküstenhandelskompanie braucht Hilfe, um ein paar Waren aus einem Schiffswrack zu bergen. Klingt simpel, aber natürlich ist die Lage nicht ganz so einfach. Da ist irgend so eine Nereide im Spiel. Sie tauchen von Zeit zu Zeit auf und bringen Schiffe vom Kurs ab. Eine Nereide? Sonderbar, ich weiß. Sie hat mehrere Seeleute mit einem magisch verzauberten Gesang in ihren Bann geschlagen und nun kann sich niemand mehr dem Wrack nähern. Valga Selatus kann euch mehr erzählen. Sie hat den Auftrag ausgehängt und ist derzeit in Vivek. Schaut mal bei ihr vorbei und seht, was ihr tun könnt. Ich gehe der Sache nach. Begonnen Sirenengesang. Ach, du hast eine andere bekommen als ich. Ah. Den ist denn... Ja? Ja, ich guck mal gerade, aber nee, die hat halt jetzt kein Solo-Symbol. Das habe ich auch gerade geguckt. Kann ich den teilen? Nee. Es ist nicht möglich, Sirenengesang. Ich habe gerade versucht. Ah. Ja, nee, ist nicht möglich zu teilen.
Dann müssen wir uns das merken, dass wir das alleine machen, oder brechen wir direkt ab? Ich glaube, ich würde es aufgeben. Das kann ich mir, glaube ich, keine mehreren Wochen merken. Okay. Weil die halt jetzt kein Symbol hat, sonst wird man es ja wenigstens direkt sehen. Ja. Ich merke es noch ein bisschen, vielleicht mache ich es, wenn du ins Bett gehst. Also Sirenengesang, hier wiederholbare Badenfell-Quest. Darf ich alleine machen. Göttliches Rätsel. Hier sind aber noch mehr, aber das wird die vermutlich genauso betreffen. Während hier Unel Durano ist ein anderes Symbol. Noch ein Abenteurer auf der Suche nach Arbeit. Ich habe eine Notiz gesehen, in der stand, ihr bräuchtet Hilfe. Wirklich? Tja, dafür wurde sie auch ausgehängt. Es ist ganz simpel. Hast du draußen das Zettel gelesen? Die Bürger sagen uns, was sie brauchen, und wir richten es darauf ein, dass der Auftrag erledigt wird. Ihr werdet euch mit dem Kunden treffen können, bevor ihr mit der Aufgabe beginnt. Der Kunde hat auch eure Belohnung, nicht wir. Ja. Vielleicht geht auch das. Jetzt? Ja. Noch ein Abenteurer auf der Suche nach Arbeit. Ich habe eine Notiz gesehen, in der stand, ihr bräuchtet Hilfe. Wirklich? Das habe ich auch schon alles gelesen. Wie erhalte ich Aufträge? Es ist Belero Omoril und ihr Bruder Trailan werden sich um eure Aufträge kümmern. Schaut häufiger mal bei ihnen vorbei, um nachzuhorchen, ob sie etwas für euch haben. Sie werden euch wissen lassen, was ihr tun sollt und wer die Anfrage gestellt hat. Erzählt mir mehr über Belero Omorils Anfragen. Beleros Anfragen mögen sehr einfach wirken, aber viele Abenteurer haben Probleme dabei, sie erfolgreich zu erfüllen. Die Auswahl an Gegnern, denen ihr euch auf ihr Geheiß hinstellen sollt, ist durchweg mächtig. Und ich würde euch empfehlen, euch Verbündete zu suchen, ehe ihr loszieht. Mit denen ich aber nicht die Quest teilen kann, na toll. Erzählt mir mehr über Trailan Omorils Anfragen. Trailan kümmert sich um Anfragen, an denen der Tempel ein besonderes Interesse hat. Seine Aufgaben erfordern mehr Feingefühl, aber sie sind auf keinen Fall leicht. Lauscht seinen Erklärungen unbedingt ganz genau. Es ist auch eine gute Idee, im Vorfeld mit den Kunden zu sprechen. Ich hätte Interesse, eine Aufgabe zu übernehmen. Das hoffe ich doch. Immerhin seid ihr zu uns gekommen. Trailan und Belero sind gleich den Gang runter. Sie sollten ein paar Anfragen für euch haben. Sprecht mit einem von beiden, um zu beginnen. Quest abschließen. Hast du deine schon abgebrochen? Ja. Dann würde ich nochmal probieren, ob es vielleicht einfach jetzt geht. Dass wir nicht diese wiederholbare Quests gleichzeitig zwei haben können. Das sieht besser aus, würde ich sagen. Definitiv. Jo. Dann kannst du auch noch eine andere Quest annehmen und die dann mit mir teilen. Also die haben ja beide so Quests. Oder soll ich das wieder machen? Ach, das war der mit den Aufgaben, wo man zuhören muss, ne? Genau. Yay. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse braucht der Tempel zusätzliche Ressourcen. Die Anfragen, um die ich mich kümmere, stammen von Bürgern, deren Interessen mit den Zielen des Tempels zusammenfallen. Ihr werdet mit diesen Personen zusammenarbeiten, um Wardenfell zu einem besseren Ort zu machen. Seid ihr interessiert? Also bisher hat er nur gefragt, das nur so ein bisschen erklärt. Ich hätte Interesse, hier auszuhelfen. Diese Angelegenheit geht mir nah, Fremdländer. Also hört gut zu. Diese Angelegenheit geht mir nah, Fremdländer. Wir haben längst einige Fortschritte bei dem Aschländerstamm der Zein abgemacht. Sie sind zugänglicher als die meisten anderen Vertreter ihrer Art, weswegen ich versuche, ihnen Hilfe zu schicken, so oft es nur geht. Und da kommt ihr ins Spiel. Da du das ja nicht genauso siehst, wiederhole ich das für dich. Diese Angelegenheit geht mir nahe, Fremdländer. Also hört gut zu, ich habe unlängst einige Fortschritte bei dem Aschländerstamm der Zainab gemacht.
Sie sind zugänglicher als die meisten anderer Vertreter ihrer Art, weswegen ich versuche, ihnen Hilfe zu schicken, so oft es nur geht. Und da kommt ihr ins Spiel und ich frage, wie kann ich helfen? Ihr müsst für mich in den Ruinen von Nechuleft Wema Bauteile und Werkzeuge sammeln. Zainab durchforsteten die Ruinen früher nach Dingen, mit denen sich Handel treiben ließ. Doch dann wurden sie von anderen Aschländern vertrieben. Dredase Lara kann euch mehr erzählen. Bringt ihm die Gegenstände, sobald ihr fertig seid. Ja, Moment mal. Der hat etwas gesagt, was hier nicht steht. Bevor ich es vergesse, was hier nicht steht, doch dann sind sie von wurden sie von anderen Aschländern vertrieben. Was hier steht? Ihr müsst für mich in den Ruinen von Nechuleft Dwärmerbauteile und Werkzeuge sammeln. Zainab durchforsteten die Ruinen früher nach Dingen, mit denen sich Handel treiben ließ. Und da sagte er, dann wurden sie aber von anderen Aschländern vertrieben. Weiter geht's. Dredase Lara kann euch mehr erzählen. Bringt ihm die Gegenstände, sobald ihr fertig seid. Und ich sage, ich werde mich nach Nechuleft aufmachen. So. So, denn. Teilen. Die Aschländer von Zainab wurden aus Nechuleft vertrieben, weshalb sie die Ruinen nicht mehr nach Gegenständen durchforsten können, mit denen sich Handel treiben lässt. Der Tempel möchte seine Beziehungen zum Stamm gern verbessern, indem er Werkzeuge und andere Teile einsammelt, die dort zurückgelassen wurden. Ihr solltet mich nach Nechuleft aufmachen? Ihr solltet euch nach Nechuleft aufmachen? Ich sollte mich nach Nechuleft aufmachen. Ah, okay. Um für die Aschländer von Zainab einen Dwärmer-Kammrad, einen Dwärmer-Stab, einen Dwärmer-Zahnrad und einen Dwärmer-Kern einzusammeln. Das ist am anderen Ende dieser Insel. Ach nee, hier ganz in der Nähe gibt es aber noch den Kunden zu sprechen. Oder sehe ich das falsch? Und der hat mir nur den Ausgang hier angezeigt. Ich guck nochmal. Nee. Man kann sich hier noch mit dem Kunden unterhalten. Hier war der Zettel, Abenteurer gesucht. Den hast du nicht gelesen? Ich bin ja direkt zum anderen. Ach ja, richtig. Ich bin reingesprungen. Ja. Gibt vermutlich Sinn, nicht es unbedingt zu warten, wo ich hinspringe, wenn du selber ja auch sehen kannst, wo die Quest weitergeht. Wenn ich sie gerade aktiv habe, ja. Ja. Platz des Heiligen Delin. So, Dredase Lara. Ich spüre, dass ihr von unserer Bedrängnis wisst. Seid ihr hergekommen, um meinem Stamm zu helfen? Man hat mir mitgeteilt, ihr hättet Informationen darüber, wie man Dinge aus Nechuleft birgt. Der Stamm der Zainab arbeitet seit Generationen in den Ruinen. Unlängst wurden wir von einer Bande verstoßener Aschländer aus ihnen vertrieben. Und wir haben weder das Kampfgeschick noch die Krieger, um sie zurückzuerobern. Es ist ein Segen, dass sich der Tempel bereit erklärt hat, uns zu helfen. Weshalb braucht ihr mich, um diese Gegenstände einzusammeln? Vor dem Angriff hatten wir schon Gegenstände für eine Lieferung zusammengetragen. Ich glaube, diese besonderen Stücke sind von hohem Wert und ich hoffe, dass mein Stamm durch ihren Verkauf wieder auf die Beine kommt. Die Aufgabe mag gefährlich sein, doch sie ist unsere einzige Chance, über all das hinwegzukommen. Könnt ihr mir mehr über Nechuleft erzählen? Die Geschichte der Ruinen war für mein Volk seit jeher ein Mysterium. Ich kann euch nicht mehr sagen, als ihr mit eigenen Augen sehen werdet.
Ihr werdet gleich am Eingang auf Verstoßene treffen. Aber ich bezweifle, dass sie einen Weg gefunden haben, die Konstrukte tiefer im Innern unter ihre Kontrolle zu bringen. Was hat euer Stamm denn in der Ruine genau gearbeitet? Manche Aschländer betreiben Ackerbau, andere jagen. Mein Stamm durchforstete Nechuleft nach wertvollen Teilen und Werkzeugen. Über den Handel mit ihnen haben wir unseren Lebensunterhalt bestritten. Da die Verstoßenen nun die Ruinen besetzt halten, bin ich mir nicht sicher, was wir als nächstes tun werden. Lebt wohl. Und was singt die hier? Singte sie hier? Singte? Jetzt singt sie gerade nicht mehr. Bei dir schon? Nee, aber heißt es nicht sang? Ja, kann sein. Was hat sie hier gesungen? Um die Vollendung mal zu unterstreichen. So, ich habe keinen Wegschrein in Wadenfell sonst. Und du? Der näher dran wäre. Nö, nö. Okay. Dann lass uns mal Wegschreine sammeln. Es lädt nach. Das war jetzt erstaunlich lang nachgeladen dafür, dass ich nur zu Fuß unterwegs war. Und was haben wir hier für eine Quest? Hilfe gesucht, Filiens Reisen. Hast du die auch? Ja. Filiens Reisen, ein neuer Betrieb mit Sitz hier auf Hochinsel, sucht einen reiselustigen Abenteurer, der bei der Geburt einer neuen Geschäftsunternehmung hilft. Wendet euch bei Interesse an Filien Visur in der Gonfalon-Spielhalle in Gonfalon. Euer Abenteurer auf dem Systren-Archipel erwartet euch. Okay, ich gehe trotzdem jetzt. Magst du noch mal kurz zum Stallmeister zurückkommen? Oh ja. Hier stehen übrigens jetzt auch große Guare beim Stallmeister. Sind wir schon so weit? Stallmeister entfernt. Oha. Okay, das ist ein Kaguti. Aber das ist ja dieser Pakuar, das sind die mittleren und das sind die großen Guare, die man reiten kann. Okay. So, was wir eben gesehen haben, war ja ein Zwerg-Guar. Ah ja. Und hier kann man auch... Die besten Reittiere. Ich habe jetzt im Moment Geschwindigkeit auf 3% und Ausdauer auf 1. Ja. Dann gehen wir Geschwindigkeit höher. Das war ein Ja. Gut. Also hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal gesagt, dass wir erst die Geschwindigkeit hochtreiben. Das gemeinsam. Stimmt. Wie süß! Wenn man jetzt nochmal so ein Zwergchor sieht.
Guardung. Mal gucken. Oh ja. Huch, was ist das denn? Ein Wurmmaul. Hier diese Käfer mit den Pilzen drauf. Ja. Käfer mit den Pilzen drauf, da muss ich immer an Pokémon denken. Ja. Ich verstehe das. Genauso wie ich bei Vivek immer an Dragon Ball Z denken muss. Das verstehe ich nicht. Naja, er schwebt da so, wenn er grün wäre, wird er fast genauso aussehen wie Piccolo. Ach so. Fürst Vivek. Mhm. Ja, genau. Nicht die Stadt. Ja. Aber die Stadt hätte es auch gegeben. Aber tue ich mich nicht. Richtig? So, hilf mir doch bitte, die Stadt hätte es auch gegeben. Wie weg? Das ist auch eine Stadt, ja. Okay. Avo! Bitte, helft! Ihr müsst mir helfen! Was ist passiert? Banditen. Sie haben den Wagen meines Vaters auf der Straße nach Suran angegriffen. Sie rauben uns alles, was wir haben. Mein Vater ist ein stolzer Mäher. Sie könnten ihn umbringen. Ihr müsst uns helfen. Bleibt hier, ich rette euren Vater. Ah, ja. So. Ich nehme unterwegs noch einige, also bis zu einem gewissen Grad, irgendwann höre ich halt auf damit, wenn es knapp wird, aber erstmal alle möglichen anderen Quests auf. Versuche aber jetzt mal so ein bisschen nicht immer der neuesten Quest zu folgen, sondern die Markierungen, die ich schon länger habe, also die ich da gesetzt habe. Die uns hier gerade durchs Land führt. Wie viel Platz hast du denn noch in deinem Tagebuch? Ich habe gerade 16 von 25, glaube ich. Ich habe 18. Ha. Interessant. Ja. Reicht ja so gerade noch für, dass du deine täglichen 6 Aufgaben noch annehmen kannst, ohne vorher welche aufgeben zu müssen. Täglichen 6 Aufgaben? Na, die Handwerksaufgaben, oder hast du nicht 6 davon? Ach so. Nee, so viele mache ich nicht. Nee. Dafür bin ich zu voll. Welche machst du denn? Nur Schreinerei und Schneiderei. Okay, krass. Na gut, aber dann passt das ja. Wenn ich mir 6 Platz übrig lasse, dann hast du deine 2 immer noch übrig. Die ganzen Atronachen hier. Vor allem ist das... Ich bin hier nach rechts abgebogen. Bin ich mir unklar, ob das so ein guter Weg ist. Hast du einen Follower gehabt? Ich habe 3 Mal daneben geschossen. An Warnschüsse. Mhm. Dann brauchst du natürlich auch sehr viel weniger Rohstoffe. Klar. Ja, die hängen wir mal ab. Würde ich sagen. Ist nicht der beste Weg, aber der geht schon, glaube ich.
gucken, wie er weitergeht. Willkommen zurück, Sabina. Und seht dort der nächste Wegschrein. Just jetzt zu unserer Vorderen. Ich bin ein bisschen nervös, wenn du auf Lava zuläufst. Du läufst ja hinterher. Du wirst das früh genug mitbringen, wenn da Lava ist. Ich meinte auch nicht wegen mir unbedingt. Ach so. Du wirst wegen mir nervös? Ja, wegen dem, ich springe mal da rein. Oh, verdammt, Lara, du musst mich heilen. Ja. Kleines bisschen Lava. Ein Trauma, ich sehe es schon. Mhm. Habe ich heute noch Albträume von. Weg da, Mücke. Was? Komm Rosi? Zurück, Rosi? Rosi? Bist du Rosi? Rosi, ich habe ein paar Leckerli. Lass mich raten, Rosi ist ein Gua. Irgendwie sowas erwarte ich. Das ist keine Quest, der ruft hier einfach nur nach Rosi. Schwebt? Okay, dann ist wahrscheinlich eine Netschkuh. Oh bitte, ja. Meine arme Rosi darf nichts zugestoßen sein. Komm zurück, Rosi! Oder ein Klippenschreiter. Rosi, ich habe ein paar Leckerli für dich. Also man kann mit ihm reden. Ich nicht. Echt nicht? Wohin kann sie nur geschwebt sein? Also reden schon, aber keine Questmarker. Oh, ihr da. Oh. Habt ihr hier irgendwo? Doch, man kann ein bisschen mehr mit ihm reden. Sehen? Er heißt Rosi und ich bin krank vor Sorge um sie. Ihr habt einen Netsch als Haustier? Ich weiß, dass das seltsam ist, aber meine Rosi unterscheidet sich vom Rest ihrer Art. Ihr müsstet nur einen einzigen Blick auf ihr süßes Gesicht werfen und schon würdet ihr es verstehen. Warum dachte ich bloß, eine Leine würde helfen? Ich hoffe, ihr findet sie bald. Okay, das ist keine Quest. Man kann nur darüber reden. Sie kommt zurück. Oh, sie muss solche Angst haben. Dafür, dass er einem keine Quest gibt, brüllt er aber ziemlich laut hier rum. Ja. Immer leise sein ohne Quest hier. Also nicht, dass das nicht im echten Leben auch schon mal so wäre. Es hat ja nicht jeder immer eine Quest für dich, aber in so einem Spiel erwartet man das halt. Stell dir vor, ja nur witziger. Und jeder Hundebesitzer, der da rumbrüllt, nach seinem Hund hat eine Quest für dich. Naja, stell dir mal vor. Du sprichst sie an. Mein Hund ist davon gelaufen. Kannst du mir bitte holen? Naja. Ja, wir haben tatsächlich mal einen Hund im Feld gefunden, der hatte ein Halsband an, auf dem groß sein Name und die Telefonnummer von seinem Frauchen gedruckt war. Okay. Da kann man sich schon denken, dass der sowas schon mal öfter. Und ich allein ginge. Hinter uns habe ich auf der Karte gesehen, war ein habe ich auf dem Kompass nicht entdeckt, aber auf der Karte dann
Ach, wie heißt es nochmal? Eine Himmelsscherbe. Keine Rosi. Wo ist sie denn? Hast du auf den Kompass auch nicht bemerkt? Ah, da hinten. Hier ist ein Lager. Stinkmuschel kann ich noch nehmen, ohne dass sie uns bemerkt. Kommt man von hier dahin? Man muss komplett auf die andere Seite, da gibt es eine Brücke. Was heißt komplett auf der anderen Seite? Also wenn du den Weg weißt, dann kann ich auch dir folgen. Was ist denn dann hier rum? Den Hund mit den angelegten Ohren. Ja, nur wer schnell rennen will, muss ein bisschen aerodynamisch sein. Mhm. Da muss man die Ohren anlegen. Bantam-Gua. Ah ja. Wo? Sieht aus wie eine Mischung aus Hühnchen und Gua. Wo? Rennt bei mir hier gerade durch das Gras. Oh, ja. Stimmt. Und der bewacht irgendwas. Ja, let's see. Hä? Was ist mit... Irgendwie klappt das gerade nicht. Ein Buch. Ich habe scheinbar nichts gemacht. Beim Kampf gerade? Ja. Hast du es eingefroren? Froststopp im Moment. So. Können wir jetzt da drüber springen oder müssen wir den ganzen Weg wieder zurück? Oh. Ach dich. Das ist Lava. Wovor hast du dich erschrocken? Ich bin gesprungen und aber an diesem Sims dann hängen geblieben, weil sie irgendwie nicht hoch genug gesprungen ist. Ah. Und dann so da dran vorbei geslidet Richtung Lava. Okay. Und bei der Höhe plus Lava drunter war das gerade ein wenig erschreckend. Oh, das wäre näher gewesen. Was ist nett?
Von hier sind wir gekommen. Naja, naja. Ich wollte doch nur das Buch sammeln. Alles gut. Aber Bantam Gua, das hört sich irgendwie an wie ein asiatisches Gericht. Bantam Gua. Bantam Gua. Ja, ich tät's essen. Twema-Erz. Gebanta. Ja. Jetzt müssen wir links halten. Huch. Rebkraut. Und da ist der Weg auch. Lang keinen Wegschein mehr gesehen. Ich bin mir einen am Gehen. Es ist schon soweit. Ja, ich habe die letzten drei Nächte nicht gut geschlafen, das merke ich jetzt. Oh je. Aus Gründen? Gab es da einen Grund zu? Drei verschiedene. Pro Nacht einen. Drei verschiedene, pro Nacht einen. Ah. Irgendwas dabei, was du erzählen magst? Nichts Schlimmes. Die erste Nacht bin ich einfach nur mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr pennen. Keine Ahnung warum. Die zweite Nacht hat mir die Schulter wehgetan. Und da konnte ich nicht richtig schlafen. Und die letzte Nacht war kurz, wo ich nach Köln gefahren bin. Morgens. Früh aufstehen, Schuld. Richtig. Kommt hier noch vorbei, so ein bisschen. Hier weiß ich nicht mehr. Ich habe den Weg verloren. Nee. Wenn du nicht feststeckst. Ja, das habe ich in diesem Spiel tatsächlich bisher nur einmal. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier war. Einmal hat's irgendwie geschafft, dass ich in so einen Felsen gebackt bin. Ich kam aus dem nicht mehr raus. Letztlich muss ich dann das Geld bezahlen, um zu einem Wegschrein zu reisen. Ja, wenigstens kann man das machen. Ja. Ist ja sonst immer total ätzend, wenn du irgendwo reinpackst und gar nicht mehr rauskommst. Ja. Hat dann ein bisschen was gekostet. Ich weiß nicht, ob ich da noch keine Wohnung hatte oder nur noch nicht wusste, dass man zu Wohnungen kostenlos reisen kann. Aschexil Wilder. So, bevor ich da reingehe, setze ich das aber nochmal als aktive Quest. Damit ich auch weiß, was ich zu tun habe. Entschuleft entdeckt. Entschuleft. Dass ihr nicht mit Entschulefting verwechseln dürft. Stand da. Nehmt das Kammrad an euch. Was ist ein Kammrad?
Ein Rad, was Kämme statt Zähne hat. Oder so. Also vom Wort her, ja. Durchkämmt die Wüste. Oh, guck mal, da unten ist ein Himmelsscherbe. Hätte ich gedacht, du sagst, oh, guck mal, da unten ist Lava. Naja, wenn man jetzt so hier in die Lava springt, dann kann man bis zur Himmelsscherbe schwimmen. mach vor, ich mach's bestimmt nicht nach. We are not alone. Oh, die Karte bringt hier besonders viel. Das ist tiefer. Das ist tiefer. Das ist tiefer. Da muss man zu mal darauf achten, wann mal etwas dann nicht mehr tiefer ist. Ja, super, Lara. Oh Mann. Ach ja, nett. Was? Ich habe meinen Zauber auf die falsche Entfernung gewirkt und dann ist der Centurio aber irgendwie auf mich zugerannt gekommen und dann doch durch den Kreis gegangen. Netterweise. I see. Dankeschön. Mich gerettet. Das geht nicht nur mit Klanbands. Schön. Ich nehme mal kurz das Level up. Trefft eine Wahl. Ich nehme... relativ egal, was ich davon nehme. Und dazu noch ein wenig Leben. Ketchup, Mayo oder Senf? Der Rest kann ich dann einmal machen. Also wenn es bei Pommes geht, dann bin ich ein Rot-Weiß-Typ. Aber da du Senf fragst, denke ich, ist es keine Pommes. Wie es da geht. Pommes kann man auch mit Senf essen. Ja. Empfehlen tue ich das nicht. Aber ja, es geht. Es gibt Sachen, die klingen ekliger als Pommes mit Senf. Also meinst du, man kann das ernsthaft machen? Also ist gar nicht so schlimm, wie es klingt? Ich stelle mir das ehrlich gesagt gar nicht schlimm vor. Okay. Weil ich meine, Senf passt ja auch zu Kartoffelgerichten. So zu, weiß nicht, Kartoffelpüree oder sowas. Wir sehen gerade auf der Richt... Kartoffelpüree mit Senf, ernsthaft? Ja, du machst doch, es gibt doch zum Beispiel versunkenen Eier in Senfsoße oder sowas. Und da passt im Zweifelsfall auch zum Beispiel Kartoffeln dazu. Oder halt Püree. Und das ist ja dann Senfsoße. In der Senf drin ist. Ich weiß nicht. Also Senfsoße ist ja was anderes als Senf. Ja, es ist flüssiger Senf. Ist Senf nicht eher scharf und Soße, Senfsoße eher süß? Es gibt ja auch süßen Senf, der nicht scharf ist. Naja, aber dann fragt man nach, ob man süßen Senf dabei haben möchte und nicht, ob man Senf dabei haben möchte. Guck mal, was es für einen Senf gibt.
glaube, wenn man Senf sagt, dann heißt es auch Senf. Wemp. Genau. E-M-P-F. Wemp. Ja, ja, ja. Da wird's geschrieben. Mhm. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir kommen gerade von hier. Ja, wir laufen gerade zurück. Nur? Da ist nämlich wieder der Centurio. Nehmt das Rad an euch tiefer. Eben. Hä? Oh. So. Eben waren wir auf der richtigen Höhe, um das Rad an uns zu nehmen. Ich hätte nur es ducken müssen. Jetzt guck ich mal. Oder war das anders? Nehmt das Rad an euch. In die Richtung. Da hinten ist es anscheinend. Und da wollte ich hin. Bin ich irgendwie... Oh nein. Oh Kacke. Hm? Ich bin von der Brücke gefallen. Oh! Oh, 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 Kacke. Nein, nein, ja. Soll ich zu dir runter? Oder willst du zu mir sporten? Ja, ich guck mal. Ah, nee, Quatsch, du kommst jetzt im Wegschrein raus. Guck mal, ob ich irgendwie wieder hochkomme, aber ich bin gerade in die Kammer gerannt, wo ich war. Ich bin direkt bei der Himmelsscherbe. Schön. Und nu? Ich hab den Aufweg gefunden. Schön. Bin jetzt bei dir. Aber ich glaube, hier unten ist. Ja, liegt da auch hinten was. Nicht auch irgendwas, der was Stab. Wir sammeln? Aha, siehst du? Ja, ja, wir müssen schon hier hin. So ist hier nicht. Also, sprich, das Rad hast du jetzt schon, oder wie? Nee. Okay. Ich habe mir hier den Stab genommen. Da kann man jetzt rein oder da in die Mitte? Na, ich geh mal hier hin. Ich bin mal echt jetzt von dieser blöden Brücke runtergefallen. Wobei, es kann natürlich sein, dass wir hier sowieso lang müssen, aber dann am Ende dann hier nochmal rein müssen. Oh. Ja, genau. Das war das Ding, wo ich gerade fast alleine reingestolpert bin. Ja, aber man muss sie nicht triggern. Hä? Wo habe ich denn jetzt den Aufgang gefunden? Ah, hier. Nee, doch nicht. Ja, doch. Hier. Du bist mir gefolgt? Ja. Viele Gegner sind hier. Ich glaube, wir müssen mal langsam weniger machen. Nicht immer nur mehr und mehr. Falsch. Da habt ihr eine neue Matriarche. Die Zwielichtige. Da haben wir das Rad. Eine Truhe. Kann man die aufmachen? Nein. So, der Kern ist tiefer.
Und ja, dann gucken wir mal, wo der Kern ist. Noch tiefer. Ist er in der Kammer? Yep. Huch. Ich kann ihm auch ein Bämmchen geben. So lang hält er ja noch. Bis hierhin und nicht weiter. Dann kommen wir zum Kern des Ganzen. Ich kann die Bombe immer nur an einem gleichzeitig machen. Bringt es nicht, bei drei Gegnern es einfach an jedem zu machen. So. Abgeschlossen, nehmt den Kern an euch. Dann zum Kamerad. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, erstmal wieder reinzugehen. Hm. Ja, hat zu einem extra starken Angriff ausgeholt. Ich dachte mir so, oh, blocken lohnt sich nicht. Großes Badabum. Dwärmerkamerad. Gesund. Dankeschön. Der sagt es nicht explizit, gehe hier durch. Wo zieht's durch? Der sagte jetzt nicht explizit, gehe hier durch. Also der Questmarker. Dennoch würde ich sagen, ist das schon der Weg. The way to go. Ich hätte gerne einmal gerne bitte Togo-Kaffee. Wie Togo-Kaffee haben wir nicht. Doch, Togo-Kaffee steht auf ihrer Karte. Oh, Toffee, Coffee to go. Sprecht mit Lara. Das wird ein Vivek. Aber wir müssen hier noch einen Wegschrein finden. Hier gibt's bestimmt noch einen. Schau mich mal um. Da! Ha! Moment mal. Ah! Die Stadt, in der Vivek wohnt, ist Vivek tatsächlich sogar. War mir noch nicht klar. So, dann reisen wir. Boah.
wie viele Questmarker da sind. Wegschrein von Suran. Über Vivek, nördlich von Vivek, da ist auch noch was direkt daneben. Ja. Du bist jetzt schon woanders. Ja. Dann komme ich zu dir. Siehst du, das passiert, wenn ich nicht warte, wohin du reist. Dann entscheide ich mich ganz spontan um. Dafür, dass ich darauf warte, bis du gereist bist. Welche Quest ich gerade abgeben möchte. Achso. Jemand hat uns schneller gemacht. Jemand hat uns schneller gemacht. Ja. Kurzzeitig. Ich sehe das Glitzern des Triumphs in euren Augen und höre das Klirren von Metall in eurem Beutel. Habt ihr mitgebracht, worum ich gebeten hatte? Ich habe die Gegenstände, die ihr wolltet. Habt Dank, Fremdländer. Hoffentlich kann ich diese Gegenstände für einen guten Preis an ein paar Gelehrte aus der Stadt verkaufen. Um das Falschen mache ich mir da aber keine Sorgen. Ich bin schon ein Weilchen in diesem Geschäft. Bekommt keine Asche in die Augen. Okay, Quest abschließen. Jetzt senkt sie wieder. Willst du noch irgendwas hier in der Stadt machen? Willst du noch irgendwas hier in der Stadt machen? Ja. Wo ist das? Achso, sagte mir gerade der andere Ausgang. Ich habe jetzt hier automatisch als nächstes Quest anvisiert, wieder spricht mit Erzkanoniker Tavus. Das würde ich jetzt machen. Wie fürs Vivek befohlen. Erzkanoniker! Ah, Fremdländer. Fürst Vivek ist zu vertrauensselig, seine Hoffnung in jemanden wie euch zu setzen. Aber wer bin ich schon, meinen Gott zu hinterfragen? Ich schätze, er hat euch zu mir geschickt, damit ich euch an die Arbeit schicken kann. Hat er gesagt, welche Aufgabe wir als erstes für ihn erfüllen sollen? Er hinterfragt ihn ja auch nur nicht, indem er sagt, oh, das ist zu vertrauensselig, euch zu vertrauen. Okay. Gut, gut, dass er ihn nicht hinterfragt. Fürst Vivek meinte, er müsste ein Hellsichtritual durchgeführt werden. Es müsste. Ah ja. Wir müssen ein Ritual durchführen, um das Wesen des Phänomens zu offenbaren, das Fürst Vivek so belastet. Nun hört genau zu. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Ich lausche. Trotz meiner Einwände glaubt Vivek, ihr wäret geschickt worden, um zu helfen. Also werde ich mein Bestes geben, euch zu unterstützen. Geht zur im Bau befindlichen Stufenpyramide und sagt der Aufseherin, Fürst Vivek bräuchte den Segenstein. Dann bringt ihr ihn zu mir in den Palast. Ich werde zur unvollendeten Stufenpyramide gehen, den Segenstein holen und euch in Viveks Palast treffen. Ihr habt einen einfachen Auftrag im Dienste Fürst Viveks erhalten. Und schon werden zahllose ungebetene Fragen in eurem Geist aufgeworfen. Nun gut. Nur zu. Hab ich doch gar nicht gesagt. Stellt eure Fragen. Es ist ja nicht so, dass ich der vielbeschäftigte Erzkanoniker eines lebenden Gottes oder so wäre. Ja, dann ist ja gut. Was ist dein Segenschein? Ah,
das Unwissen der Fremdländer. Wie erfrischend. In den Segensteinen wird eine kleine Menge von Fürst Viveks Kraft gespeichert. Sie erlauben es seiner Gunst, einen ihm geweihten Ort zu durchdringen. Wir brauchen einen solchen Stein, um das Hellsichtritual mit Kraft zu versorgen. Könnte Vivek das Ritual nicht ohne einen Segenstein durchführen? Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, das Phänomen behindert Fürst Vivek in ungewöhnlicher Art und Weise. Es wird sicherer für alle sein, wenn ich das Ritual mit dem Segenstein durchführe, anstatt auf die persönlichen Energiereserven meines Fürsten zurückzugreifen. Was hofft Fürst Vivek mit dem Hellsichtritual zu erfahren? Selbst wenn ich es euch sagen würde, würdet ihr es nicht verstehen. Fürst Viveks Sinnesschärfe übersteigt bei weitem jene der gewöhnlichen Sterblichen. Belassen wir es dabei, dass er eine Störung im Energiefluss in ganz Wartenfell verspürt. Er ist auf der Suche nach der Quelle dieser Störung. Vivek erwähnte den Roten Berg und Daedra. Meint ihr, es gibt eine Verbindung? Fürst Vivek sieht überall Zeichen und Omen. Im Herzen ist er ein Poet. Ich hingegen neige dazu, pragmatischer zu sein. Manchmal ist ein Vulkan nur ein Vulkan und kein Sendbote des Untergangs. Was die Daedra angeht, habe ich keine Ahnung. Vielleicht ist eine Beschwörung keine aus dem Ahnung. Gelaufen. habe ich euch irgendwie beleidigt? Mich beleidigen? Da überschätzt ihr euch aber etwas. Nein, ich empfinde das Gleiche gegenüber allen Fremdländern. Das ist eine Angelegenheit des Tribunals, die auch am besten vom Tribunal bewältigt werden sollte. Doch ich gehorche auch Fürst Vivek. Also werde ich eure Beteiligung dulden und mein Bestes tun, euch zu helfen. Lebt wohl. Dann sprech mal mit Aufseh. Aufseherin Shiralas. Huch. Hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Doch. Doch. Ah, das sah so aus, als wäre ich schon drin. So gut wie. Wo läufst du hin? Ich finde den Eingang nicht. Aber die steht doch direkt hier. Steht die bei dir nicht direkt hier? Oh. Stimmt. Ich habe sie irgendwie da drin erwartet und habe den an den Gedanken festgehalten. Hab nicht weiter darauf geachtet. Stimmt. Ja, Aufseherin Shiralas. Kurz verwirrt. Wie soll ich diese Stufenpyramide denn rechtzeitig fertigstellen, wenn dauernd etwas schief geht? Achtet nicht weiter auf mich, ich habe nur einen dieser Tage. Ah ja. Erzkanoniker Tavos hat mich geschickt. Ich muss mir euren Segenstein leihen. Unseren Segenstein? Wisst ihr, was geschieht, wenn wir unseren Segenstein weggeben? Tja, ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir unseren Zeitplan so niemals einhalten werden. Und auch unsere Unfallserie wird dadurch nicht beendet. Ich widerspreche dem Erzkanoniker nun wirklich nicht gern. Aber das ist eine schreckliche Idee. Fürst Vivek braucht den Segenstein, um ein Ritual durchzuführen. Fürst Vivek? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Aber ich brauche eure Hilfe, bevor ich euch den Segenstein übergeben kann. Der Weg, der zur Weihekammer führt, liegt in Trümmern und nun sind einige Arbeiter verschüttet. Wenn ihr den Weg freimachen könnt, dann könnt ihr den Stein leihen. Ich lege los und helfe euren Arbeitern auf meinem Weg zum Stein. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber denkt daran, dass ihr den Stein nur ausgeliehen habt. Er muss vor der nächsten Schicht wieder in der Weihekammer sein, sonst wird diese Stufenpyramide niemals rechtzeitig fertig. Ja, klar. Lebt wohl. Wir, beeilen uns sehr. Hey, Zalk hier. Oh. Da. Manchmal ist es schwerer als andermal, den A-Knopf zu finden. Ich werde dem Aufseher sagen, was ihr für mich getan habt. Danke, dass ihr mich gerettet habt.
Ach so, du hast die anderen gerettet. Damit nehme ich den Segenstein. Ich habe irgendwie gar nichts gemacht, aber... Okay, ich habe nur einen gerettet eigentlich. Dann war schon alles erledigt. Ich habe den auch gerettet, vielleicht hat das aber dann quasi als zwei gezählt. Ja, okay. Keine Ahnung, interessant. Möglich. So, jetzt... Das sind Pyramiden. Ja, Jetzt, wo ich es sagt. Sind die so furchtbar unübersichtlich. Ich verliere mich da immer drin. So ein paar Sachen weiß ich mittlerweile auswendig, aber sonst. Ach so, warum gehe ich überhaupt hoch? Wir sollen ja in den Palast. Mit den Segenstein. Kannst du auch hochspringen? Ich glaube, es geht nur wirklich gut runter, oder? Hoch ist irgendwie ein bisschen witzlos. Nicht sehr eindrucksvoll. Runter ist toller. Gleich. Erzkanoniker. Der Fremdländer kehrt zurück. Ja. Soweit ich weiß, gab es Ärger auf der Baustelle. Doch ihr konntet einige der Arbeiter retten. Ja. Fürst Vivek zieht stets den geradesten Pfeil aus dem Köcher. Gepriesen sei das Tribunal. Das ist aber schön. Habt ihr den Segenstein mitgebracht? Nein. Ja, ich hab den Segenstein. Beginnt das Hellsichtritual. Segenssteinsockel platzieren. Das hätte ich jetzt nicht als Segenssteinsockel erkannt. Hört die Worte des Kriegerpoeten und offenbart die Quelle von Fürst Vivek's Not. Ein Aschländer? Ein Uhrwerkmagier? Uhrwerkmagier. Huch. Ist hier gerade die Linse kaputt gegangen? Etwas hat das Ritual gestört, mein Fürst. Doch wir haben etwas erfahren. Entschuldigt mich, während ich das mit unseren bisherigen Erkenntnissen vergleiche. Sprecht mit Vivek. Angesichts der kryptischen Warnungen des Ahnengeists und des unerwarteten Ergebnisses des Hellsichtrituals, plötzlich ist es kryptisch. Ich, mehr in Bewegung ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Die größten Geheimnisse lösen wir durch reinen Zufall, vermute ich. Das sollte ich aufschreiben. Irgendwas ist während des Rituals schiefgelaufen. Ihr wart dabei. Habt ihr erfahren, was ihr euch erhofft hattet? Wir lernen aus jeder Tat, die wir tun. Ob Fehlschlag oder Erfolg, jedes Ergebnis lehrt uns etwas. Zumindest im größeren Zusammenhang. Um präziser zu sein, nein, nicht so viel, wie ich es mir erhofft hatte. Doch, es gab Bilder während des Rituals. Bilder, die andeuten, wo man nachforschen kann und welche Rätsel es zu lösen gilt. Lasst mich euch ein Geheimnis verraten, Fremdländer. Es geht um einen lebenden Gott und Energie, die dahinschwindet wie das Tageslicht, wenn sich die Abenddämmerung über das Land ausbreitet. Das heißt, wir haben noch ein paar tausend Jahre Zeit, oder was? Ich verstehe nicht, Fürst Vivek. Hört gut zu und sagt kein Wort. Meine göttliche Energie verlässt mich. Ob nun durch eine Krankheit oder ein tiefsitzendes Übel, weiß ich nicht. Ihr müsst durch das Land reisen und in meinem Namen Antworten suchen. Doch zunächst heißt es Dankbarkeit vor dem Dienst, wie ich es selbst geschrieben habe. Also, vielen Dank.
Quest abschließen. Das Ritual hat meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Göttliche Energie strömt aus mir heraus, ohne dass ich den Grund dafür kenne. Ich spüre, wie die Macht, mit der ich meinen Segenstein erfüllt hatte, mir entrissen wurde, sobald ihr sie dem Ritual hinzugefügt habt. Ich konnte es nicht aufhalten. Ihr verliert göttliche Energie? Wie ist das möglich? Um meine eigenen Worte als Kriegerpoet zu zitieren. Es gibt kein Schloss, das ein entschlossener Dieb nicht öffnen könnte. Folgt der Spur der verschwundenen Energie und versucht herauszufinden, vor welchem Feind Levules Ahnin uns gewarnt hat. Sabina hat richtig festgestellt, ich war beim Friseur. Das ist korrekt. Ihr glaubt, dass ein Feind für euren Energieverlust verantwortlich ist? Etwas raubt mir die Energie. Sucht Erzkanoniker Tarus in seinem Arbeitszimmer auf und fragt ihn, ob er etwas Nützliches beim Ritual erfahren konnte. Falls nicht, haben seine vorherigen Forschungen zumindest neue Bereiche aufgezeigt, in denen sich Ermittlungen anbieten. Geht, wohin er euch schickt, und findet möglichst viel heraus. Ja, die Haare fingen an, so langsam in den Augen zu stechen. Dann müssen sie wirklich ab. Ich hatte zwar schon seit ein paar Wochen gedacht, ich könnte mal wieder. Aber dann wurde es echt erst richtig dringend. Ich werde mit Erzkanoniker Tarus sprechen. Meine göttliche Energie wird mit jedem Augenblick schwächer. Doch das Ritual hat bestätigt, dass mein Leiden nicht natürlichen Ursprungs ist. Ich bedauere, dass ich euch nicht das volle Wesen dieser üblen Umstände enthüllen konnte, bis eure Vertrauenswürdigkeit bewiesen worden war. Ich bin mir nicht sicher, ob Erzkanoniker Tarus eure Einschätzung von mir teilt. Ja, nun, Erzkanoniker Tarus war schon immer vorsichtig, was Ideen und Ideologien angeht, die nicht vom Tribunal stammen. Und in letzter Zeit ist diese Vorsicht tausendfach gewachsen. Doch er ist trotz seiner Engstirnigkeit ein treuer Diener. Was meint ihr damit, dass eure göttliche Energie verringert wurde? Ich habe meine Kraft immer freimütig und ohne Beeinträchtigungen eingesetzt. Ich erschaffe die Segensteine, halte den Meteor über der Stadt und vollführe 100 Wunder am Tag zugunsten meines Volkes. Ich verspüre langsam den Preis, den ich für den großzügigen Einsatz meiner Göttlichkeit zahle. Bitte was? Er hält den Meteor über der Stadt? Mhm. Ihr könnt ihn auch daneben ablegen, oder? Glaubt ihr, ihr seid in Gefahr? Ich sorge mich nicht um meine eigene Sicherheit. Doch bei meinen Leuten ist das etwas ganz anderes. Wenn meine Kraft ihn nicht aufhält, wird der Meteor auf die Stadt stürzen und Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Unschuldigen töten. Und das wäre erst der Anfang von Wartenfels Nöten. Ihr vermutet, dass das Leiden nicht natürlichen Ursprungs sein könnte? Anfangs bemerkte ich den Energieverlust gar nicht. Doch je schwächer ich werde, desto mehr fühlt es sich wie ein Angriff auf mich selbst an. Außerdem hat der Ahnengeist bestätigt, dass ein uralter Feind dahinter steckt. Wir müssen jetzt feststellen, wer es ist, bevor... Lasst uns nicht über künftige Katastrophen nachdenken, wenn wir im Hier und Jetzt schon genug Ärgernisse haben. Beratet euch mit Erzkanoniker Tarus und findet die Quelle dieses Angriffs. Dann können wir ihm ein Ende machen und müssen uns nicht um das sorgen, was hätte sein können. Was denkt der Rest des Tribunals über diese Sache? Sie tadeln mich immer, weil ich meine Göttlichkeit so offen zur Schau stelle. Doch bisher bin ich der einzige lebende Gott, dessen Kraft schwindet. Almalexia hortet ihre Energie und hat ihren Tempel gegen Angriffe befestigt. Was Sotasil angeht... Was ist mit Sotasil? Mein Bruder ist auf Reisen. Wir haben schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört, doch ich spüre, dass er in Sicherheit und im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Komisch. Er wollte immer die Grenzen unserer Göttlichkeit ausloten. Vielleicht werde ich dieses Rätsel nun für ihn lösen. Was meint ihr damit, dass eure göttliche Energie verringert wurde?
Ich habe meine Kraft immer freimütig. Das kenne ich ja schon. Glaubt ihr, ihr seid in Gefahr? Ich sorge mich nicht um meine eigene Sicherheit. Ja. Doch bei meinen Leuten ist das etwas ganz anderes. Das kennen wir alle schon. Warum ist das noch nicht aufhält, wird der Meteor markiert, als da gibt's was Neues? Vielleicht sogar Tausende von Unschuldigen. Mir war es als schon angeklickt. Ich vermute, dass das Leiden nicht natürlich ein Spaß sein sollte. Bevor. Lasst uns nicht über künftige Katastrophen nachdenken, wenn wir im Hier und Jetzt schon genug Ärgernisse haben. Beratet euch mit Ärzten. Ach so, vielleicht habe ich es einfach verwechselt. Ja, das kann sein. Für mich sieht Grau, dass mir das nochmal passiert. Für mich sieht Grau einfach fertiger aus als dieses. So? Das sieht von außen irgendwie lustiger aus als von selbst, finde ich. Jemand anderer das macht. Also nach dem Gespräch mit dem Erzkanoniker würde ich gerne ins Bettchen gehen. Erzkanoniker Davos. Ich habe das Ritual unzählige Male durchgeführt und bisher ist es noch nie in die Hose gegangen. Wenn ich herausfinde, dass ihr die Hellsicht sabotiert habt. Nein. Ich sollte mein Scheitern nicht an euch auslassen. Ich dachte, ich überschätze mich da. Es ist nicht euer Fehler, dass die Dinge schwierig sind. Mit schwierig. Meint ihr Fürst Vivex schwindende Macht? Woher wisst ihr von... Fürst Vivek hat es euch gesagt? Natürlich hat er das. Das ist sein Recht, schätze ich. Doch ihr müsst spüren, dass ihr es geheim haltet. In den Straßen würde Panik ausbrechen, wenn die Leute glauben würden, dass ein Teil des Tribunals außer Gefecht ist. Fürst Vivek meinte, ihr bräuchtet vielleicht Hilfe bei der Untersuchung des Problems. Das stimmt. Ich bin bei rein an die Schreibstube gebundenen Unterfangen wesentlich besser als bei der Arbeit im Feld. Und das Ritual war kein vollkommener Fehlschlag. Es hat drei Orte aus meinen früheren Studien noch einmal bestätigt. Balmora, Aldrun und Barilsars Turm. Ihr müsst jeden dieser Orte untersuchen. Erzählt mir mehr über diese Orte, bevor ich aufbreche. Ich habe mit allen hier in Vivek verfügbaren Mitteln so gut nachgeforscht, wie ich nur konnte. Um mehr zu erfahren, brauche ich einen Agenten, der jeden Ort persönlich in Augenschein nehmen kann. Fürst Vivek glaubt, ihr seid der Beste für diese Aufgabe. Hoffentlich hat er recht. Könnt ihr mir etwas über Belsas Turm sagen? Ich glaube, der Magier, den wir beim Ritual gesehen haben, war Barilsar. Er arbeitet von einem uralten Veloti-Turm aus. Seine Experimente geben eine Energie ab, die der von Viveks Leiden ähnelt. Ganz deckungsgleich sind sie allerdings nicht. Findet heraus, was er über die Übertragung von göttlicher Energie weiß. Was könnt ihr mir über Balmora erzählen? Das Haus Redoran kontrolliert das Dorf und die Minen in der Nähe. Aber das Haus Hlalu hat ebenfalls Interesse an der Region. Gerüchte über einen Kult in der Gegend machen mir am meisten Sorgen. Ich glaube, wir haben während des Rituals einen Kultisten gesehen. Stellt diskrete Nachforschungen an und findet heraus, was ihr könnt. Ich finde das ein komischer Name, Lalu. Über welche Art von Kult sprechen wir? Ich habe keine Ahnung. Deshalb schicken wir euch. Ich schlage vor, ihr fangt im Gasthaus an. Dort kommen nicht nur die Humpen auf den Tisch, sondern auch so manches Geheimnis. Die Minenarbeiter könnten auch etwas wissen. Ich habe gehört, dass das Haus Redoran irgendeine Bekanntmachung ausgegeben hat. Was wisst ihr über Altruhm? Wilde Aschländer, wie jene, die ich in der Vision gesehen habe, nutzen dieses Gebiet als Stammestreffpunkt. Diese nomadischen Ketzer bestreiten die Göttlichkeit des Tribunals und haben nichts für Vivek übrig. Doch wie sie an dieser Sache beteiligt sein könnten, ist mir schleierhaft. Seht nach, was ihr aufdecken könnt. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe Spuren von Viveks Energie an diese Orte zurückverfolgt und das Ritual hat die Verbindung bestätigt, ehe es fehlschlug. Sprecht aber bloß mit niemandem über Fürst Viveks Leiden. Wir wollen nicht, dass eine Panik ausbricht. Falls sich hier etwas ändert, melde ich mich bei euch. Lebt wohl. So. Das war dann das Gespräch. Mit... Erzkanoniker.
Okay. Dann verabschiede ich mich. Jo, dankeschön fürs Zusammenspielen. Jo, dann noch einen schönen Abend. Dinner. Dankeschön. Jo. Adieu. So. Ich kümmere mich dann erstmal ums Inventar. Und weiß noch nicht. Wobei, ja, ich glaube, ich würde dann auch zum Ende kommen quasi. Mich nur noch ums Inventar kümmern. Alles wieder in Ordnung bringen. Alles wieder, wo es hingehört. Huch. Was war das? Ich könnte jetzt ja... Die Sachen, genau, waren alle das persönliche Inventar. Ich mache eine Sache nur. Die mal kurz raus. Ach ja, ich kann ja auch, wenn ich die wieder reintue, ist sie dann wieder beschworen? Nee, ich müsste sie erstmal wieder neu rufen. Oh, der okay. Ist doch nur laut und nicht. Die hat mich genervt. Das ist alles für diesen Charakter. So, einlagern durch jetzt das. Hier kann ich nur was auspacken. Wärmezahnrad ist Trödel. Genauso wie das. Ein Seelenstein. Oh, ich habe 201 Seelensteine. Ah, okay. Dann kann das der andere Charakter haben. Der sammelt sowas. Sozusagen. Das ist schwer. Das ist eventuell von einem anderen Charakter zu erforschen. Baumwolljocke, Jacke nehme ich selbst auseinander. Das ist noch mehr Trödel. Einrichtungsmaterial. Das Erz bleibt im persönlichen Besitz. Das sind Stilmaterialien, glaube ich. Genau, Stil der Kriegswappenträger. Das bleibt im Inventar. 132 Magiker-Regeneration. Nö. Trödel. Einrichtungsmaterial. Das ist Trödel. Ja. Ich war auch schon mal schneller. So, das kann ich auch auseinandernehmen. Kupferring? Nee.
Das ist alles zum Auseinandernehmen. Das bleibt sowieso alles in meinem Inventar, es sei denn, es ist schwer und hat eine Lupe. Jetzt gehe ich mal ein bisschen strukturierter durch. Oh, das ist vielleicht zu benutzen. Diese Vorlage. Eigentlich aber eher für den anderen Charakter. Ich glaube, der macht das bevorzugt. Hatte ich mal gesagt. Das muss ich noch auspacken. Hier die Zitrone kommt rein. Stil der Nord kommt rein. Habe ich jetzt alles entnommen, was ich entnehmen wollte? Das raus. Das eine war Reichelkussherz, richtig. Ja. Das andere waren die Fetzen. Jo, alles richtig. 1000 Gold kann ich noch reintun. Und jetzt gucke ich mal. Was wohl zu verwerten ist. Diese vier. Wenn das der nimmt den Trödel ab. Reparieren kann ich auch noch. Ich analysiere mit dem Charakter kein Eisen. Apropos, hier der Kanonikerstab des Tribunals mit 1096 Schaden und 3961 dädrischen Schaden. Ups, das wollte ich gerade. Ach, verdammt, ich hasse das. Das ist nämlich jetzt alles als gelesen markiert. Jetzt, wenn ich jetzt zur Bank gegangen wäre, hätte ich sagen können, okay, weg, 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 weg. Wenn ich jetzt gleich zur Bank gehe, dann ist es nicht mehr so übersichtlich. Da wollte ich eigentlich nur hier mal diesen direkten Vergleich haben. Was man da eben nicht gesehen hatte. Was man auch nicht sieht, weil das der eine Effekt durch Gift überdeckt wurde. Und ja, das ist nur besser, würde ich sagen. Bis auf gewirkte Heilung, naja. Das ist ein Froststab. Okay. Wenn ich schon mal dabei bin, ich trage mittelschwere Rüstung hier, ne? Eigentlich ja, bis auf diese Taille. Warum auch immer. Ich weiß es nicht.
So, da hatte ich ja keinen von. Oh, achtet nicht. So, jetzt muss ich halt wieder bis auf diese ganz neuen Sachen alles wieder durchsuchen. Hier hat auch alles eine Lupe, ja. Ach ja, ich habe auch immer noch das. Mache ich danach. Das Aschtuch. Baumwolle. Stil der Telvanni. Schwemerbarren. Stil der Khajiit. Großbarren. Saphir. Saum. Smaragd. Das könnte alles gewesen sein. Ja. Genau. So, was habe ich jetzt noch gesagt? Ich habe noch einen Behälter zum Öffnen. Mit Beinkleider der Kriegsjungfer und gekochter Panzer. Geh erstmal in die Bank. Stil der Morak Tong. Das ist leichte Kleidung, die ich auseinandernehmen kann. Weil da nichts Interessantes dran ist. Baumwolle, Quarz. Ihr seht ein wenig. So. Jetzt bin ich mit dem Charakter erstmal durch. Ach so, ich habe hier alles. Jo. Hier war gerade ein Ausrufzeichen. Dachte ich gesehen zu haben. Naja. Muss ich nur bei dem anderen Charakter dran denken. Da mal zu gucken. Wie das mit dem der Blaupause da ist. Der andere Charakter damit was anfangen kann. Plus halt die eine schwere Rüstung. Die Katzenlady. Ich finde das immer so komisch hier. Wadenfell in Großbuchstaben geschrieben. Mit wegen den 2V am Anfang. Und Eule hat auch dafür einen Emote. Ja, ja. Ich habe mir heute mal einfach nur Tiefkühlgemüse, Kartoffeln gekocht und ein bisschen. Ihr seht ein wenig verloren aus. Ein bisschen. Ja, kann ich nicht verwenden. Inventar ist voll, ja gut. Sonst ist glaube ich nichts. Ein wenig Sauce Hollandaise drüber getan. Boah. Boah. War nicht so pralle. Alles, glaube ich, schwere Sachen. Ja. Das auch. Kann man mal machen. Ja.
So, das kommt alles wieder rein. Das auch. Das auch. Ich habe nämlich einfach mal die Bank leer gemacht. Hab heute nichts Vernünftiges gegessen. Verdammter Husten macht mir heute den ganzen Tag kaputt. Was hast du denn gegessen? Und reicht's nicht irgendwann mal auch mit dem Husten? Oh je. So, jetzt hier die Vorlage. So, gelernt. Gelernt ist gelernt. Ist für das Brot und so, was man mal snacken kann. Hm, okay. Klingt ja nicht so pralé. Aber der Husten alleine ja auch nicht. So. Ich wünsche, es reicht mit dem Husten. In der Hoffnung auch zur Arbeit. Ja, du musst dich auch auskurieren, ne? Habe ich gehört. Ich weiß zwar nicht, ob das für alles gleichermaßen gilt. Wahrscheinlich nicht. Ich habe durch mega Luftnot und immer wieder Husten, wenn ich nach Hause und dann zum Arzt. Ah, okay. Bist jetzt wieder krankgeschrieben? Ja, gute Besserung, ne? Sieht ein wenig verloren aus. Ihr befindet euch im Dis. Ja, bis Ende der Woche. Okay. So, das darf ich jetzt auseinandernehmen. Hier kommen jetzt solche Sachen raus. Genau sowas. Hier ist es leicht, hier ist es einfach das unbearbeitete Zeug. Bei den anderen muss man genauer gucken, man kann ja auch nicht genauer filtern. Also hier ist ja die Überkategorie, ist die Unterkategorie. Aber es ist nicht so, dass bei Schneidern auch noch so bearbeitet, unbearbeitet gibt. Status. Was ist denn Status? Unklar. Ich hoffe, du verzeihst mir den Vertragsbruch. Naja, du legst ja dann vermutlich die die Krankschreibung vor, oder? Das muss schon sein.
Ah ja, das kann ich übereinander nehmen. Huch, polierte Skarabäen-Deckflügel. Das ist neu. Oh, ich muss hier auf R drücken. Oh, achtet nicht weiter. Ich habe den bei dem Mode erst was anderes gesehen. Das hier ist ein Stilmaterial, der Stil der Redoran. Aha. Wieder was Neues. So braucht man immer mehr Inventarplatz. Und ich glaube hier die Frostgrad-Banditenverkleidung. Ich glaube, die brauche ich nicht unbedingt. Und ich glaube auch hier ist alles so weit wieder im Lot. Ich reise mal kurz rein. So, weil ich lagere die jetzt hier. Diese da. Die würde ich auch gerne abgeben, aber geht ja nicht. Bereits in eurer Bibliothek. Ich habe mir extra, ich glaube zumindest, dass ich diesen Schrank extra gekauft habe. In der Hoffnung, dass ich da da das reintun kann. Aber nee. Ich könnte es zerstören, aber das finde ich auch irgendwie doof. Bisher ist der Leidensdruck noch nicht so groß. Jetzt, bisher haben halt beide Charaktere so zwei, drei Dinge. Nur im Inventar, weil ich sie nicht ablegen kann. Ich sie aber auch nicht einfach zerstören möchte. Das sind halt nur zwei, drei Dinge, wenn das irgendwie 20 Dinge wären, dann sähe die Sache wieder ganz anders aus. Dann würde ich halt sagen, okay, das sammle ich jetzt nicht alles. Und dann ist es zerstört. Schon seit drei Tagen darauf, Fürst Vivek zu sehen. Glaubt ihr, da stimmt etwas nicht? Ich weiß es nicht. Die Kriegswaffenträger meinen, es gäbe keinen Grund zur Sorge, aber ich habe da so ein Gefühl. Kriegswappenträger. Ich habe hier eine ganze Reihe an Charakteren. Hier 1, 2, 3, 4 mittlerweile. Die alle dafür da sind, Sachen aus der Bank rauszuholen, die ich nicht wegschmeißen oder verkaufen möchte. Aber für eine ganze Weile auch nicht brauche. So einfach archivieren für. Nicht weiter auf den großen Fels. Also was ist archivieren? Das ist alles völlig sicher. Dafür sorgt Einlagern. Später.
Dieser Charakter ist für solche Sachen da, aber nicht nur. Ach ja, und für solche Sachen. ...85/90 Inventarplatz. Irgendwann mal könnte ich bei dem auch gucken, ob ich irgendwas... Ach ja, auch für solche Sachen? Hä? Runenkistenfragment. Mammutknochen eines bretonischen Terriers. Ha. Huh. Weiß gar nicht, was das für eine Kategorie ist. Wusste ich einfach nur nicht, wohin damit. Das Kronenreparaturmaterial. Okay. Das sind Sachen, die eigentlich, also diese beiden Sachen, könnten auch in die andere Kiste. Weil die sind ja eher irgendwann zum Gebrauchen. Ein leckerer Knochen, der sich ideal zum Knabbern eignet, er sammelt 10 Knochen, um einen bretonischen Terrier als Begleiter anzulocken. Okay. Okay. Ich tue die einfach mal rein, weil ja schon in Anführungszeichen knapp wird. Sind es so zwei Sachen, die stilmäßig nicht dazu gehören. Knochen. Ja. So dies und das und jenes. Habe ich in dem Charakter. Oh. Das ist eine Verkleidung. Das gehört auch eher in die Truhe im Haus. Vom Stil her. Aber ich mache erstmal die anderen fertig. Das ist der, der Materialien rausnimmt, die kleiner sind als das, was meine zwei größten Charaktere so brauchen. Der dritte Charakter, der macht noch keinen. Der rote Bär. Handwerk. Sonst wäre für den müsste ich dann alles wieder reintun. Also sprich alles unter Dwemer. Also sprich Reichelkurs machen. Hier bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, dass da drunter. Ich glaube alles unter 46. Also das weg. Ja, das war's. Alles unter Birke. Erkennt man auch ganz gut einfach an der Menge. Meist. Da ich so regelmäßig aussortiere. Ist das, was ganz wenig ist, meistens aus genau dem Grund ganz wenig. Hier nehme ich auch die Giftlösungsmittel raus, weil die für Handwerk nicht gebraucht werden bisher. Hm.
nächste Charakter ist, glaube ich, für Zutaten zuständig, die niemals zum Kochen benutzt werden. Also zumindest nicht bei den Handwerksaufgaben. Habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das von allen möglichen Zutaten, die es gibt, werden immer nur dieselben 12 gebraucht. Oh, achtet nicht weit. Apfel, Banane, Fisch, Geflügelfleisch. Karotten, Kartoffel, Reis, Roggen, Seegras, Syrillitrauben, Weizen und Zitrone. Das sind immer dieselben 12 Dinge. Sehr viel Ladezeit für so etwas. Skyrim und so, das war auch, ich kenn's halt nicht anders. Was heißt, kenn's nicht anders? Ja, jetzt bei weitem nicht so viel Erfahrung mit dem Spiel, aber da war es ja auch schon sehr viel Inventar-Ding. Ich könnte jetzt ja ein. Hier kommen Fundmaterialien und ich dachte auch Schätze. Ja, genau. Ich glaube, davon habe ich hier keinen. Auch das ist korrekt. So, jetzt habe ich gesagt, ich habe ein paar Sachen fürs Haus. Ach so, von Scooter. Döp, 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 döp. Meinst du das? Und von Route? Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Aber da wüsste ich jetzt nicht, wie es geht. Ihr seht ein wenig verloren. Diese Sachen. Also kann sehr gut sein, dass hier beim Verzaubern auch nur immer dieselben 12 Sachen gebraucht werden. Oder so. Aber das finde ich sehr unübersichtlich, beziehungsweise im Moment kann ich es mir leisten. Diese Sachen meistens zumindest alle in der Bank zu haben. Manchmal nehme ich sie raus für so längere Abenden, wo ich die unterbrechungsfrei spielen möchte. Wobei das ist jetzt hier eigentlich kein so langer Abend. Ich glaube, für 2-3 Stunden müsste ich das eigentlich nicht tun. Lasse ich vielleicht lieber mal in Zukunft. So. Hier wollte ich rein tun. Den Schattenseide-Edelstein, weil es ja auch sowas wie ein Versteckding ist. Die lager ich hier.
Und dann noch die besseren Reparaturdinge. Ich gerade noch nicht so unbedingt brauche. Und den Mammutknochen, ja. Einfach mal so. Einfach so. Einfach so. Einfach so. Das war's. Damit habe ich noch 5 Plätze in meiner Lagerkiste frei, die in allen meinen Häusern steht. Ich habe im Moment nur 2 Häuser. Aber egal, wo ich noch ein Haus haben werde, ich kann dieselbe Kiste hinstellen und alle Charaktere, alle Häuser, alle Kisten haben denselben Inhalt. Ist quasi so was Ähnliches wie eine Bank. Nur dass das, was da drin ist, halt, ja, dafür muss ich halt in ein Haus gehen, um darauf zuzugreifen. Ich muss nicht gehen, weißt du? Ich kann helfen, so. Die Dinge hier gerade zu biegen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Schön. Hierüber wird nicht diskutiert. Du gehst. Und schön. Oh. Ich habe neue. Ich habe noch Punkte. Interessant. Ach ja. Der andere Charakter hat noch Fertigkeitspunkte, wo ich gucken kann, wo ich die einsetzen möchte. Ob ich sie einsetzen möchte. So, die Sachen, die hier sind, da ist nur das gerade voll. Das Einhüllen. Das kann ich aber verändern. Verursacht Schaden, sobald der Effekt endet. Oder, also zusätzlicher neuer Effekt. Oder gewährt größere Vitalität, was eure erhaltene Heilung erhöht. Macht mit höherem Fähigkeitenrang länger bewegungsunfähig. Was war das nochmal? Ihr beschwört ätherische Scherben aus der Erde, um Feinde vor euch 4 Sekunden lang bewegungsunfähig zu machen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Dieses länger bewegungsunfähig machen. So habe ich da schon einen Fertigkeitspunkt ausgegeben. Dann kann der schon wieder leveln. Und sonst. Ja. Weiß ich nicht so genau. Bei dem Charakter fehlt es mir immer an Fertigkeitspunkten. Kann so viele Dinge.
So viele Sachen, die ich aufwerten könnte. Naja. Gut. Dann sind die 2 Punkte auch wieder ausgegeben. Und ich wollte mal gerade gucken. Ich habe ja hier alles ausgegeben. Genau. Das ist nichts Neues. Was ich da bei dem anderen Charakter gesehen habe. Das war nur das, was bei dem anderen Charakter noch nicht ausgegeben war. Ich glaube nämlich, mit diesem Charakter sammle ich... Also ich habe mich gewundert, dass ich diese Champion-Punkte, die ich bei dem anderen Charakter gesammelt habe, mit diesem Charakter auch einsetzen kann. Zwar anders einsetzen, aber dieser Charakter hatte sie auch. Das hat mich gewundert. Was wollte ich sagen? Ich denke mal, wenn dieser Charakter auch auf Stufe 50 ist, dass dieser dann ebenfalls hier diese Punkte generiert. Ich weiß nur nicht, ob der dann wieder bei Champion Stufe 1 anfängt. Sodass man jeden Charakter einzeln hochleveln kann und ohne Ende Punkte hierfür sammeln kann. Weil ich weiß sowieso nicht, ob ein Charakter irgendwann mal ausgelevelt ist. Vermutlich nicht. Oder ich werde es nur nicht erleben. Aber, hiermit ist man auf jeden Fall irgendwann mal durch. Würde ich sagen. Aber dass man dann... Wenn man 2 Charaktere levelt, die Punkte dann jeweils für beide gelten, hat mich dann doch überrascht. Aber ich halte es auch für möglich, dass wenn ich Champion-Rang mit diesem, wenn dieser Charakter auch Level 50 ist, könnte ja sein, dass ich dann hier denselben Champion-Rang sehe wie der andere Charakter. Also dass ich dann quasi nicht sowohl mit dem einen sammle als auch mit dem anderen sammle. So unabhängig voneinander, obwohl die Punkte für beide gelten. Sondern dass ich mit beiden einfach auf dieselbe Stufe sammle quasi. Ihr versteht, was ich meine. Da bin ich gespannt. Aber das ist, das sehen wir dann bei Level 50. Da braucht es noch 19 Stufen für. Ich habe 19 gedacht, aber kam nur 9 über Lippen. Ich schwöre. Ja. Okay. Gut, aber jetzt geht's ins Bett für mich. Bald. Beziehungsweise bald. Nicht ganz bald. Aber ich beende den Stream schon. Ich schaue da nochmal eine Folge von so einer Serie, die ich gerade schaue. Lost in Space. Was? Ich mache Arbeitsschluss. Wow. Und hier geht's ins Bett. Ja. Ja. Naja. Passiert.
ihr Lieben, war schön, dass ihr da wart. Dankeschön, habt auch noch einen schönen Abend und schlaft gut, wenn es denn so weit ist. Gute Nacht, Sabina. Gute Nacht, Eule. Schlaf gut, Heptagon. Gute Nächtle, Asanox. Danke, ihr Lieben. Und ja, Pläne sonst weiter? Pläne? Nee, außer am Freitag ist DSA-Abend. Sonst keine Pläne. Mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Aber bis wir uns wiedersehen, sage ich, macht's gut, bleibt gesund, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye.